This is Masterfly, Chanel Green. And so you guys know, we have a CD. It's 8 songs, only 7 euros. I mean, it's 8 songs, only 7 euros. That means you give one free. Myself down to the whole sky, back again, feeling like I'm really dry. Oh shit, maybe I should get something in my lips. No chapstick, so I guess I'm stuck. Oh shit, I did bring some, man. See, I did, you guys. I was lying. Wieder live? Der bedingungslose Nachmittag. Talk, Info, Interessantes zum bedingungslosen Grundeinkommen mit Juliane Beer und Olaf Michael Ostertag aus der Abbaubar in Berlin. Das hier ist der bedingungslose Nachmittag an diesem sonnigen Sonntag. Anders kann man es ja gar nicht sagen. Olaf. Hier im Zentrum Danziger 50 am Prenzlauer Berg. Ja, als ich heute Morgen aus dem Fenster geguckt habe, habe ich mir gedacht, na, das wird jetzt mal die Sendung zum Internationalen Frauentag, wo alle Frauen nur feiern und in der Sonne sitzen und ganz glücklich sind. Wir sind heute eine reine Herrenrunde, muss man dazu sagen. Juliane Beer hat sich ebenfalls zum Frauentag etwas vorgenommen und ist dementsprechend draußen und in der Sonne. Wir gratulieren ihr dazu und wünschen ihr alles Gute. Auch allen anderen Frauen zum Internationalen Frauentag. Wir Männer halten hier im tiefen, dunklen Keller die Stellung. Wir senden aus dem Keller in der Danziger 50, der bedingungslose Nachmittag. Wir haben wie sonst auch Klaus Schnabel-Klöpplin an der Technik und Kike Malfilm Berlin, die uns auch wieder aufnehmen werden und ab Dienstag vermutlich auf YouTube veröffentlichen werden. Er nickt. Beide nicken. Heute ist Kike Malfilm in doppelter Besetzung da. Diesmal weiblich. Diesmal, ja, also 50-50, auch zum Internationalen Frauentag. Ganz, ganz wichtig, sowas nochmal zu erwähnen. An den Mikrofonen sind heute Rolf Gensrich, Olaf Michael Ostertag und der Gast des heutigen, der heutigen nachmittäglichen Sendung ist Reik Weber von der Anwohnerinitiative Teddy 2.0. Ich sag's mal, Anwohnerinitiative Thälmannpark. Ja. Thälmannpark. Eure Internetseite heißt aber Teddy 2.0. Irgendjemand ruft gerade an, ich weiß nicht, wer es ist. Genau. Die Kampagne dazu, die heißt Teddy 2.0. Wir haben eine Kampagne gestartet im letzten Jahr, genau vor anderthalb Jahren. Und dort haben wir uns ausgedacht, wie der Thälmannpark aussehen könnte. Und diese Kampagne heißt Teddy 2.0. Und wir als Anwohnerinitiative heißen von Anfang an Thälmannpark. Einfach nur Anwohnerinitiative Thälmannpark. Genau. Nun spricht ja, ich glaube sogar bundesweit mittlerweile alle Welt über den Mauerpark. Das ist nicht zu verwechseln mit dem Mauerpark, aber der Thälmannpark ist ebenfalls ein traditionsreicher Park, allerdings auch traditionsreich schon mit Wohnbebauung. Und dort soll jetzt auch ein ganz großes Investorenprojekt entstehen, jedenfalls nach dem Willen des Bezirksamts. Der Investor, ist das etwa schon wieder derselbe? Ist das wieder der Herr Groth oder ist das in dem Fall mal ein anderer? Ja, also das können wir nicht mit Sicherheit sagen, ob der Herr Groth da seinen Finger im Spiel hat, weil so viele Akteure gibt es auf dem Markt wahrscheinlich nicht. Also in dem Fall ist es der Herr Christian Jerome, der das schon vor einiger Zeit gekauft hat.
Die Geschichte ist auch ein bisschen anders. Also ich sag mal so, der hat die gekauft, wo der Bezirk einfach keine Bedarfe angemeldet hat. Die Grünen hatten da mal eine Anfrage. Also es ist ein ganz tolles Grundstück, das ist eine Brache. Güterbahnhof, Greifswalder Straße im Prinzip, großes Ding, und der hat es im Prinzip für ein Appel und ein Ei gekriegt. Also da kursieren da unter 1 Million so, ja, so eine Beiträge, und für ein echtes Filetstück, also das also S-Bahn Innenring, dann Einzugsgebiet Prenzlauer Berg, da kann man schon ordentlich Rendite machen. Genau, das hat er da einfach bekommen. Und ist auch in unmittelbarer Nähe des S-Bahnhofs Greifswalder, genau, Straße auf beiden Seiten, genau, zu. Und da ist dann auf der einen Seite auch tatsächlich die Grünanlage Thälmann Park, auf der anderen kommt irgendwann mal die Grünanlage Anton Säfko Park. Genau. Und ihr hattet jetzt vorgelegt eine Idee, wie man die, genau, beiden als Grünzug miteinander verbinden kann. Genau, da gibt es ja viele Gründe dafür. Also aus unserer Sicht, also ganz kurz die Gründe kann ich mal so beziffern. Wir wissen ja, dass der Prenzlauer Berg, also die Altbausubstanz vor allen Dingen, in den letzten Jahren besonders einer Nachverdichtung überkommen ist. Und dass man hier, der war schon vorher zu einem der dicht besiedelsten Areale Europas, also nach Amsterdam, glaube ich, der zweitdichteste besiedelste Bezirk. Das hat so eine Ausmaße von einer Großstadt im Prinzip, und die haben und der ist eben halt innen angesagt gewesen. Er wurde völlig gentrifiziert, das sagt man, also die alten, also im Prinzip die Bevölkerungsstruktur wurde ausgetauscht. Gut, das ist erstmal so getan worden, da muss man einfach mal so sagen, dass es warte mal, darf da jetzt mal nachhaken. Ja, na klar. Als Information für die Hörer, wir hatten hier am Prenzlauer Berg zu wohnen vor etwa 100 Jahren 420.000 Einwohner, sind jetzt bei 155.000, also, vor 15 Jahren waren es 138.000, heißt, es verdichtet sich hier schon von Hause aus wieder die Bevölkerung. Das ist das eine, was man wissen sollte. Ja. Das andere ist eben, es wird wirklich verdichtet, wenn man sich das Areal an der Belforter Ecke Straßburger Straße ansieht, wo zwischen bestehenden Wohnblocks neue Wohnblocks nochmal hochgezogen werden, da hast du vollkommen recht, es wird wieder verdichtet, es werden Hinterhäuser auf Hinterhöfen wieder hochgezogen und so weiter. Das wollte ich nochmal nachfügen. Entschuldigung. Ja, das ist richtig, ja. Genau, also dann müssen, also die Ausgleichsflächen sind übernutzt, also da sind wir mal, gehen wir mal vom Mauerpark, der grenzt ja auch an den Prenzlauer Berg, auf der Seite des Prenzlauer Berges ist es also auch eine sehr, also ein dichte Wohnareale, und die werden die Bewohner dort, die nutzen natürlich den Mauerpark extrem. Wir haben gerade heute beispielsweise, ich bin da heute gerade vor der Sendung vorbeigefahren und ich hatte mir gedacht, also wirklich, die haben den Alexanderplatz irgendwie verpflanzt, weil da kam kein Mensch konnte da mehr vorwärts treten. Eigentlich war kein Stück Grün mehr zu sehen vor lauter Menschen. Alle wollten in den Mauerpark am ersten schönen Sommertag. Man merkt also, das ist allein für den Bedarf zu klein. Genau, wir haben dann noch den Volkspark Friedrichshain. Sagen wir mal ganz so, der ist auch schön übernutzt. Der ist ein schöner großer Park, aber der ist ja von einem riesigen Einzugsgebiet, wird ja genutzt. Und wir haben halt den Themenpark. Wir haben etwas weiter weg, haben wir den Volkspark Prenzlauer Berg. Da ist nicht so ein großes Einzugsgebiet, der liegt auch nicht so zentral, aber trotz alledem wird er auch gut genutzt. Wir haben den Themenpark, der hat noch eine Grünfläche, die erhalten wird. Auf den Themenpark, also in dem Areal, man muss sagen, der eigentliche Themenpark ist ja jetzt unter Denkmalschutz, das hat uns sehr gefreut. Ist ein Flächendenkmalschutz, das ist also die Neubaugebiete, die in der DDR erbaut worden sind, und die gesamte Außenanlage inklusive Schwimmhalle sind unter Denkmalschutz. Also das kann man noch einsehen. Die andere Sache ist die, dass also die Grünflächen im Themenpark sind jetzt schon gut genutzt. Gerade vom Helmholtz-Kiez kommen da sehr viele Leute rüber und im vorderen Teil auch vom Winz-Kiez und vom Betzeviertel. Und unsere Idee ist die, jetzt kommen wir auf die Idee nochmal zurück, Teddy 2.0, ist die, dass wir eigentlich die Grünflächen erweitern wollen. Wir wollen, dass diese Brache am Güterbahnhof Greifswalder Straße, zuzüglich dann auf der anderen Seite der Greifswalder Straße ist da ein Zementwerk, das hat irgendwann mal vielleicht ausgelebt, und bis hin zur Knieprode Straße, das heißt inklusive dem Anton-Sefko-Park, wollen wir einen Grünzug machen. Es hat auch stadtökologische Gründe, also stadtpolitische sowieso, weil wir eben diese Ausgleichsflächen unbedingt haben müssen, weil wir jetzt einen Zuzug haben und weil die öffentlichen Räume eben tatsächlich sehr, sehr minimiert sind, übernutzt sind. Also auch teilweise werden die auch immer noch vernichtet, sage ich jetzt mal ganz deutlich. Und das Problem ist tatsächlich, dass wir
diesen Grünzug auch unbedingt brauchen. Und sozial-ökologisch, es gibt da auch vom Senat übrigens natürlich, die haben auch ein Umweltamt, habe ich mir sagen lassen, und die haben auch Grün, also Grünschneisen haben die da auch schon dargestellt. Und da, und da ist sowas, dass wir in der Stadt natürlich Frischluftschneisen haben müssen. Und das wäre so eine Möglichkeit, weil wir davon ausgehen müssen, dass die Stadt sich immer mehr aufhitzt, auch durch die Klimaveränderung. Und dass wir diese Grünflächen tatsächlich erhalten müssen. Also ich komme nachher noch mal zu einem Punkt, der mir ganz wichtig ist bei der ganzen Sache. Der Senat argumentiert tatsächlich, wir müssen bauen. Die Frage wird immer kommen. Wir müssen bauen, wo sollen wir denn bauen? So nach dem Motto, ihr könnt ja nicht alle ans Stadtrand ziehen und so weiter. Aber diesen Trick, den möchte ich da nachher noch mal vielleicht darauf kommen. Das können wir gerne tun. Mich würde jetzt an der einen Stelle interessieren, zwei wichtige Stichworte sind gefallen. Brache. Und das andere Stichwort bereits für ein Apfel und ein Ei gekauft. Es ist ja schon beim Investor Groth, beim Mauerpark jetzt so rausgekommen, dass wenn etwas ausgewiesen ist als Brache, dass es dann eigentlich ein relativ billiger Baugrund ist. Es gibt aber Verträge, wenn von der öffentlichen Hand an einen privaten Investor etwas veräußert wird, wie beispielsweise ein Randstück des Mauerparks an den bewussten Investor Groth, dass ihm dann in dem Vertrag zugesichert wird, wenn das Bezirksamt oder der Senat, wenn das an sich zieht, es nicht zu Bauland ausweist, dann ist dem Investor eine Entschädigung zu zahlen, als hätte er quasi Bauland nicht bebauen dürfen. Hat das der Investor an dieser Stelle auch schon, diese Klausel? Genau, die Sachlage am Themapark, also zumindest am Güterbahnhof, Greifswalder Straße, liegt da ein bisschen anders. Das ist noch kein Bauland. Es ist kein Bauland. Er hat es gekauft als Bahngelände. Und versucht natürlich über die Politik jetzt das umzuwidmen in Bauland. Das ist aber noch nicht der Fall. Also damals ist im Prinzip Bahngelände relativ billig verkauft worden durch auch Versagen der Politik, sagen wir mal ganz ehrlich. Das hat jetzt im Prinzip, können wir immer noch Einfluss darauf nehmen, dass dieses Gebiet städtepolitisch und ökologisch sinnvoll genutzt wird. Also der Bauherr oder der Käufer, der kann dieses Gebiet, kann gezwungen werden immer noch dazu, aus dem Gebiet eben nicht zu bauen, auf diesem Gebiet nicht zu bauen. Das ist also nicht zwingend erforderlich. Das ist eine etwas komfortablere Situation als am Mauerpark, aber so ist das, so ist das immer noch. Und da sind wir natürlich dabei, das dann zu machen. Der Bezirk wird natürlich da wirklich, und das ist ein Bauvolumen, was da geplant ist. Ich sag's mal ganz kurz, da sind Zahlen im Kopf bei 2200 Wohneinheiten. Das geht nicht bei 700, das ist am Mauerpark. 2200 Wohneinheiten, das macht er aber nur, weil er eine Höhe bauen will, weil er sich orientieren will an den Hochhäusern vom Themenpark. Das ist schon ein richtiges, fettes Millionenprojekt. Und da sind die Kämpfe natürlich ein bisschen höher angestellt, also die kommenden aber erst noch. Als zum Beispiel bei anderen Projekten. Ja, die Idee ist da aber, in die Höhe zu bauen und trotzdem hochpreisig. Also natürlich, das, ja. Du hast dann einen Hochhausbau und darin dann eine hohe Quadratmetermiete. Ich gehe mal davon aus, also in der Lage, in der Top-Lage, wo man dann einen Top-Blick zum Fernsehturm hat und ich weiß nicht, wie man das toll verkaufen kann. Ich kann mir da gut vorstellen, was da, also manche können da besser mit zahlen, welche Quadratmeter, Meterzahl oder welche Beträge da gezahlt werden können für eine Eigentumswohnung. Das schon, also das hält kein Vergleich stand. Soll ich dir mal eine schöne Zahl nennen, die ich gehört habe aus der Prenzlauer Allee, Höhe Wörterstraße, 39 Quadratmeter für nur 490.000 Euro. Das ist doch fast geschenkt, oder? Genau. Ja, also das sind also die Kalkulationen, mit denen Investoren in Berlin zurzeit arbeiten. Wie ist das denn jetzt weiter ins Rollen gekommen mit eurer Anwohnerinitiative? Wie sagen wir mal, wie viel Schweißperlen stehen dem Investor schon auf der Stirn, weil es euch gibt? Das ist eine interessante Frage, und zwar, uns gibt es ja seit 2012. Das ist übrigens, ich erzähle trotzdem mal kurz die Story, weil die eigentlich ganz lustig ist. Wir haben, also im Prinzip habe ich mit Markus Seng, den erwähne ich jetzt mal hier, der ist im Urlaub an der Ostsee, der hat es schön. Schöne Grüße. Ja, auf jeden Fall. Und mit dem haben wir so die Idee gehabt, wir machen mal hier, irgendwie brodelt es, aber wir wissen noch nicht warum. Wir gucken mal, ob wir hier ein paar Leute ansprechen können. Und da haben wir eben halt so einen Anschlag gemacht, so in
draußen so an der Litfaßsäule da, also na, wo wir dürfen nicht, Litfaßsäule darf ja nicht. Aber zumindest Anschläge gemacht, wir laden euch ein in die alte Gaslaterne. Wir wollen eine Anwohnerinitiative gründen. Und dann haben wir gesagt, okay, bestellen wir mal so einen Doppeltisch an der Gaslaterne, wurde ja nicht so wahr. So entstanden, wir waren noch gar nicht da, dann waren schon draußen riesen Trauben von Menschen, wir sagen 90, vielleicht waren es auch mehr, standen da schon und trampelten und sagen, oh, was denn hier, Anwohnerinitiative, da, wir haben so viel Sorgen, wir haben so viele Probleme oder wir haben so viel zu sagen vor allen Dingen auch, wa? Naja, dann haben wir uns nur gerettet, dass wir sagen, okay, schreibt euch mal ein, hier E-Mail-Adresse und da mal gucken und so, wir informieren, wa? Und dann hat sich das so hochgearbeitet. Ich bin der Meinung, dass wir zum Beispiel einen Anteil daran haben, dass dieser Anlage Denkmalschutz unter Denkmalschutz gestellt wird. Also ich sag mal so, wir haben Architekturstudentinnen und Studenten, wir haben Soziologiestudenten gehabt, die uns als Gegenstand ihrer Arbeiten genommen haben. Wir haben und jemand, der hat auch mit der obersten Denkmalbehörde in Berlin, mit dem Guru Hessler, kann das sein? Ja. Der war sein Mentor. Der hat da bestimmt Einfluss gehabt. Der hat uns als Projekt genommen, wie kann man den Themapark zum Denkmal machen. Und da hat er eine Arbeit drüber geschrieben und ich glaube, da hat er Einfluss gehabt. Der zweite Einfluss, den wir sicher hatten, ist die, wenn ihr euch, vielleicht kann sich das jemand vorstellen, dass an der Ecke, Prenzlauer Allee, Ecke Danzia, wird ja dieses neue Projekt, das alte Krankenhaus ausgebaut. Und diese Randbebauung, die dort vollzogen wird, die neu ist, die wollten Investoren tatsächlich bis zur Greifswalder Straße machen, also zubauen. Die wollten im Prinzip, vorne wollten sie Gasometer, also Wohnhäuser in Art von Gasometer bauen, war alles schon in der Schublade oder ist vielleicht irgendwo noch immer. Darauf, die wollten den Hockeyplatz weghaben, die wollten das alles weghaben und wollten da echt bauen. Die wollten den echten verdichten. Die haben den irgendwann entdeckt, den Themapark, Dornröschenschlaf, und dann wollten die da zubauen. Ich glaube, wir haben einen hohen Anteil daran gehabt, dass das nicht der Fall ist. Wir haben Nachverdichtung, aber nur auf Grundstücken, die verkauft worden sind. Also wie zum Beispiel der Prenzlauer Bogen, wie zum Beispiel dieses Ella-Gebäude, was von der GASAG verkauft wurde. Das ist schon eine Nachverdichtung. Da sind schon, da kommen schon ganz viele Familien drin, die nicht wissen, wo sie ihre Kinder einschulen sollen, die nicht wissen, wo die Kinder vielleicht spielen sollen, die so ein bisschen wie Gated Communities ein bisschen gebaut sind, also hochpreisig auch für eingezäunt, hat schon einen anderen Charakter, der da Einzug genommen hat im Themapark. Aber ich glaube, das war es erstmal, was den eigentlichen Themapark bedeutet. Aber ich glaube, das Areal ist viel größer, was ist die Nutzung, die Nachnutzung oder überhaupt die Nutzung des Bezirksamtes, als was ist mit dem Krankenhaus. Die wollen da auch raus, wie wandt es. Also da gibt es noch einige Dinge zu tun, aber das Hauptaugenmerk ist tatsächlich für uns jetzt zurzeit der Güterbahnhof Greifswalder Straße. Also erstmal dieses Hochhausprojekt dort zu verhindern, wobei ihr wirklich einen sehr, sehr schönen Vorschlag ins Internet gestellt habt, über den wir uns dann nachher auch noch etwas ausführlicher unterhalten werden können. Wir haben ja heute unsere Sendezeit bis 18 Uhr. Wir senden weiterhin live aus der Danziger 50 in Berlin. Wir haben hier auch die Möglichkeit, Publikumsfragen aufzunehmen. Inzwischen ist auch Publikum da. Chats gibt es auch noch. Ja, einmal kurz hörbar machen. Hallo. Jubeln. Das war der Publikumsjubel. Der Chat ist auch geöffnet. Bislang hat allerdings noch niemand irgendwas auszusetzen gehabt an unserer Diskussionsrunde. Wir machen jetzt erstmal wieder weiter mit etwas Musik und melden uns dann gleich wieder mit dem bedingungslosen Nachmittag. Der bedingungslose Nachmittag live aus dem Zentrum Danziger 50 in Berlin. Das war Kolosseum mit dem Titel Walking in the Park und es geht weiter mit Rolf. Ja, ich habe hier mal so ein paar geschichtliche Fakten, die mir noch durch meinen Kopf herumschwirren. Also dieses Thermalpark-Areal ist ja ab 1862 schon von Hobecht geplant gewesen. Ab 1877 wurde dann diese Gasanstalt dort gebaut, die bis 1982 in Betrieb war. Und ich bin ja nur noch einer der Eltern hier. Ich kenne das noch, dass hier rund um diese Gasanstalt man mindestens einmal in der Woche die Fenster putzen musste, weil das einfach so rußig war.
war. Es wurde eben einfach noch Kohle verkokt, um dann daraus Stadtgas zu machen. Ab 1982 gab es dann das sowjetische Erdgas. Damals wurde dann diese Gasanstalt überflüssig. Im Krieg übrigens haben darauf auf ca. 5000 Zwangsarbeiter gearbeitet in dieser Gasanstalt. Die Gasometer standen eigentlich unter Denkmalschutz, die darauf standen. Ab 1982, dann nach der Schließung, wurde ein Teil des Areals abgerissen. Gieske wollte, der damalige Baustadtrat von Berlin, wollte zu seinem wunderschönen Planetarium, was er dort hinstellen wollte, nicht diese alten, unter Denkmalschutz stehenden Gasometer behalten und hat dann wirklich in einer Nacht- und Nebelaktion in der Nacht vom 28. zum 29. Juli 1984 diese Gasometer gesprengt. Ich habe es gehört, nachts um 10 nach 2. Hab dann auch am nächsten Tag die Türme gesehen. Und dann wurde dieses Wohngebiet am Thälmannpark eröffnet, pünktlich zum 100. Geburtstag von Ernst Thälmann, daher eben auch der Name. Und die Brisanz des ganzen Geländes lag halt darin, dass es direkt an der Protokollstrecke lag. Das hieß, damals sind dann die DDR-U-Bahn dort ein- und ausgeflogen. Das hieß dann, die Greifswalder Straße war eben mal eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde lang auf Durchgang geschaltet, sodass dann die Herrschaften durchschweben konnten. Alle Ampeln wurden manuell gesteuert an diesem Moment. Und darum war dieses Thälmann-Denkmal und dieser Thälmannpark ein Prestigeobjekt für die DDR eigentlich. Auf die Gefahr hin, jetzt mal ganz kurz abzuschweifen, aber das hat mich jetzt hellhörig gemacht, dass etwas nachts um nach zwei gesprengt wurde. Ich bin ja jetzt auch aktiv gegen den Großflughafen, beziehungsweise für das Nachtflugverbot. Von 22 bis 6 Uhr gab es in der DDR kein Nachtsprengverbot, oder hatte das eine tiefere Bewandtnis, dass die Leute aus dem Bett hochschrecken sollten, um erst früh morgens mitzukriegen, dass das gesprengt wurde? Ja, man hatte da eigentlich die Absicht, dass es keiner mitbekommt. Ich habe dann allerdings, als ich dann, wie gesagt, oben dann morgens um kurz vor 6 auf dem S-Bahnhof stand, da sah ich dann zum einen die Trümmer, zum anderen sah ich aber auch Polizisten, die eifrig dabei waren, Losungen an den Straßen, an Häuserwänden zu übertünchen, die da lauteten, Gasometer sprengt man nicht. Staatsfeindliche Losungen durften ja dann die U-Bahn eine Stunde später schon nicht mehr sehen. Also es war wirklich in einer Nacht- und Nebelaktion gesprengt. Komischerweise, bis zu diesem Zeitpunkt waren auch diese beiden Gasometer in dem Stadtwappen des Prenzlauer Bergs vorhanden. Die waren dann plötzlich weg und der Wasserturm tauchte auf. Also da sind so ein paar schöne, interessante Sachen gelaufen, aber mal so einen kurzen geschichtlichen Abriss. Genau, nee, wir hatten auch letztes Jahr war ja Jubiläum, da Gasometer sprengt man nicht, und da hat das Bezirksamt auch in der Wabe und eine Ausstellung gehabt und die war auch sehr interessant. Genau darum ging es. Also das ist natürlich nicht der Ursprung der Protestbewegung in der DDR gewesen, das mit Sicherheit nicht gleich, aber also wie manche das hochstilisiert haben, die haben irgendwo halt das gelesen, dass genau dieser Protest gegen die Gasometer die Zelle der Protestbewegung und das 89, das deswegen passiert ist. Nee, also nicht ganz so. Kann's ja auch nicht, und dazu vielleicht auch nochmal so ein paar Zahlen. In den letzten 15 Jahren sind etwa 90% der Bevölkerung aus dem ehemaligen Prenzlauer Berg weggezogen, an den Stadtrand gezogen oder ganz woanders hin. Also hier noch ein Ureinwohner zu treffen, Leute, ich bin hier, nehmt mich als Urgestein an. Ansonsten, dort bei euch leben noch einige wenige. Und dann rund um den Ostseeplatz. Das war es dann aber auch schon. Der Rest ist verzogen. Genau, mittlerweile haben sie das jetzt recht gründlich gemacht mit dem Austausch der Bevölkerungsstruktur. Wie sieht es denn da überhaupt aus? Wie viele Leute Also da genau, so? Also ich bin der Meinung, dass wir sind das letzte gallische Dorf, was noch durchmischt ist, würde ich mal so sagen. Weil wir haben eine echte Mischung noch da. Wir haben mit Sicherheit Leute, also die dort von Anfang an wohnen, so, wir haben den zweiten bis fünften Mieter, der überhaupt in dieses Neubau eingezogen sind, die haben wir bei uns in der Anwohnerinitiative, die sind auch aktiv, es sind so ältere Leute, aber es sind auch jüngere Familien, wir haben Familien mit Migrationshintergrund, wir haben Familien, denk mal aus dem Hartz-IV-Milieu, wir haben aber auch ganz normal, also das ist also eine echt bunte Mischung. Das mag ich sehr, das ist eigentlich das, was Berlin eigentlich früher ausgemacht hat. Das findet man jetzt in dem, ich laufe dann immer die Lanz hier runter und dann Richtung, oder Raumerstraße zum Beispiel, Richtung Helmholtzplatz, oder auch wenn man Kollwitzplatz oder auch Winzviertel, da ist die Durchmischung nicht mehr so gewährleistet.
man kann jetzt sagen, die Stadt verändert sich, so ist es halt. Aber manchmal ist man auch ein bisschen, ohne nostalgisch zu sein, finde ich es auch ein bisschen schade, dass auch politisch nicht daran so daran gedacht wird, dass eine Stadt natürlich gesünder ist, wenn sie durchmischt ist. Also von der soziologischen Bevölkerungsstruktur. Und das macht viel mehr Sinn. Ich gehe noch mal zurück. Zum einen diese wunderbare Schwimmhalle, die es dort gibt. Von der weiß ich, das war die Firma, an der mein Vater arbeitete, dass diese Schwimmhalle wohl nicht länger als 5 Jahre erhalten sollte. Also eigentlich müsste sie schon längst kaputt sein. Das andere ist dann ja dieses Gelände dort mit dem Krankenhaus und mit dem Bürgeramt. Das Krankenhaus ist ja mal gebaut worden als Siechenheim. Nee, Quatsch. Das war Obdachlosenasyl, die Palme, weil dort eine Palme genau. Im Eingangsbereich stand. Das Bezirksamt ist das ehemalige Siechenheim, also ein Altersheim eigentlich, in dem da jetzt dieses Bezirksamt dran ist. Wie ist denn eure Planung? Was soll denn da eurer Meinung nach rein? Also ich sag mal so, wir haben uns auf die Pläne, wir sind ja keine Profis und wir sind doch keine Stadtplaner. Wir könnten uns aber trotzdem einiges vorstellen dort. Wir haben uns Kultur und Bildung, das sind so die Schlagwörter, die man in diesen Bereichen ansiedeln kann. Man kann also da auch temporäre Vermietungen stattfinden lassen für Anschiebe für junge Firmen, für kleine Firmen aus dem Medienbereich oder aus Kultur. Das kann man sich auf dem Bezirksamtsareal vorstellen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir auch... Also ich persönlich kann mir das vorstellen, dass wir auch in Richtung Obdachlosigkeit oder Flüchtlingsheim dort in diesem Krankenhaus damit, das wäre total eine Möglichkeit, eben da auch ein Signal zu setzen, auch in der Stadt. Also das sind zum Beispiel auch Freiflächen, die durchaus für diese Dinge nutzbar sind. Ihr habt euch ja auch die bestehenden kulturellen und anderen Nutzungen von der Eberswalder Straße, also von der Südseite her angeguckt und das quasi in euer Konzept integriert, wenn ich das richtig gesehen habe. Also von der Wabe aus. Danziger. Ja. Von der Wabe aus, was ja ein großer Kulturort ist, auch ganz, ganz spannend, wenn man da von der Danziger aus auf dieses Gelände läuft, stößt man ja heute irgendwo hinten dann so an eine Mauer. Und bei euch kommt man da quasi dann direkt in den Grünzug hinein. Das heißt also, man hätte sogar noch die Möglichkeit, die kulturelle Nutzung ein bisschen zu verlängern und das quasi dann gleich auslaufen zu lassen in die entspannenden grünen Gefilde. Und ja, also man kann sich viel davor vorstellen. Zumindest sind wir der Meinung, dass da ein politischer Wille nötig ist, da auch was Sinnvolles zu machen für die Stadt. Also wir gehen davon aus, dass der Themenpark tatsächlich so ein Ort für Kultur, Freizeit, für ein öffentlicher Raum für Kinder, Jugendliche sein könnte. Ich muss mal eins erwähnen nochmal. Die Kinder und Jugendlichen haben vor kurzem eine Ausstellung in der Wabe auch gehabt. Wie könnten die sich den Themenpark vorstellen? Und die sind in der Aneignung von öffentlichen Raum da sehr schnell und auch sehr kreativ und eigentlich auch wirklich nicht schlecht. Die haben hinten die Brache, haben die umfunktioniert zu einer Skaterbahn. Die ist sehr, sehr nicht so perfekt, aber die ist top, dass die das da machen. Die haben da einen Ort, wo sie sich treffen können. Wenn wir davon ausgehen, dass hier im Prenzlauer Berg die kleinen 1000 Kinder, die noch im Kinderwagen oder ans Händchen laufen, in ein paar Jahren Jugendliche sind, die wissen echt nicht, wo sie hin sollen. Das sind tausende Jugendliche, die keine Möglichkeit, alle Clubs sind verdrängt worden, die sind irgendwo nach Friedrichshain und nach Kreuzberg gewandert oder überhaupt verschwunden, sage ich mal, die wissen echt nicht, wohin. Das wäre mindestens das. Wir haben da hinten eine Skaterbahn mal so angedacht. Wir wollen eine Fahrradstrecke, die ganze Strecke bis zum Sefco-Park haben, eine Fahrradstraße. Wir wollen also viel mehr Freiräume, wo wir diesen Druck auch rausnehmen. Also der Druck ist jetzt schon da und er wird noch höher werden. Und das macht uns ein bisschen Sorge. Genau, und ich sag mal so, in der direkten Gestaltung, da Spielplätze, Skaterbahn, da kann man sich so viel vorstellen. Man kann auch, mit dem Platz am Themendenkmal, den kann man ein bisschen aufpeppen, den kann man farblich ein bisschen, also ich sag mal, mit abends mit Beleuchtung irgendwas machen. Da haben wir uns auch schon mal ein paar Gedanken gemacht. Wir wollen ja diesen Namen, diesen Platz auch ein bisschen
die Ideologie nehmen. Wir wollen die nicht umwidmen. Wir sind Geschichts, wir sind also schon geschichtstreu und wir sagen, okay, das hat seine Geschichte. Das wird auch seine Berechtigung haben und es wird auch, aber wir wollen das auch als einen lebensvollen Platz für die Menschen haben. Die sollen ihn auch annehmen und die sollen damit was anfangen können. Das ist uns ganz wichtig. Also im Prinzip ist da vieles offen, gar nichts festgelegt. Wir haben aus unserer individuellen Sicht, die Leute, die da ein bisschen dran mitgearbeitet haben, haben sich da ein paar Vorstellungen gemacht. Aber im Prinzip glaube ich, dass das Grundelement griffig ist. Da muss ich nochmal nachhaken. Also das, was da jetzt verkauft worden ist an den Herrn, wie heißt der? Jerome. Christian Jerome, ja. Das ist dieses Bahngelände oben gegenüber vom S-Bahnhof Greifswalder Straße, also so schräg gegenüber, dort, wo dieser alte Güterbahnhof war. Dieses Gelände steht ja nun auch noch unter Denkmalschutz, dieses Bahnhofsgelände, diese Gebäude, die dort stehen. Zum Teil, ja, zum Teil, ich bin mir nicht sicher. Doch, ja, genau, ja. Die sind übrigens 1873 gebaut worden, diese Gebäude. Ja, die muss auch erhalten, ja. Und der will da jetzt dann wo konkret bauen? Ja, die Pläne, also das noch ist ja gar keine Baugenehmigung oder irgendwas in die Richtung. Also es wird wahrscheinlich, keine Ahnung, wie viele Jahre das hinkommt. Auf jeden Fall wird er da bauen. Also damals hat ja sogar, also unser Stadtrat Kirchner, der wurde heute noch gar nicht erwähnt, also der hat ja damals bei einem Rundgang, den wir organisiert haben, hat er gesprochen, wie als wenn er so ein Vertreter von der Immobilienwirtschaft ist. Er sagt, wir können uns das richtig vorstellen, da ganz große Hochhäuser hinzubauen. Wunderbar, hier Taufe hier mit den Hochhäusern im Themenpark, schön mit Grünzüge. Der Grünzug ist doch erhalten, das sind ein paar Hochhäuser da und dann ist gut. Also der macht sich da sehr stark. Ich glaube, da sind Absprachen schon gefunden worden, von denen wir gar nichts wissen und von wem, über die wir auch gar nicht so richtig nachdenken wollen oder was wir auch gar nicht uns trauen, darüber nachzudenken. Aber ich glaube schon, weil so vehement, wie er sich da ins Zeug legt, verbal, das ist schon erstaunlich. Es gibt manchmal ganz überraschende Äußerungen von Bezirkspolitikern. Ich erinnere mich dunkel, dass mir jemand von der SPD Bezirksamtsseite in Steglitz-Zehlendorf mal ganz empört gesagt hat, bei der Eröffnung des X10 Einkaufszentrums auf dieser Straße: Wir wurden vom Investor betrogen. Man hat uns ein zweites KDW versprochen. Es sollte hochpreisig werden. Ist hier irgendwas hochpreisig? Sehen Sie irgendeinen hochpreisigen Laden in dem Ding? Es ist zum 5., 6. Mal dasselbe Sortiment. Wir wollten hier gerne Luxus haben. Das sagte der SPD-Bezirkspolitiker. Das nur mal so am Rande. Ja, also die haben da echt... was wir fordern, ist im Prinzip auch so, was im Mauerpark zum Beispiel ganz elendig läuft, und das kann auch auf uns zukommen, weil wie die da die Bürgerbeteiligung aushebeln, das ist so ein demokratisches Mittel, das wir haben durchaus, und das wird einfach ausgehebelt. Das ist einfach eine Frechheit. Der Bezirk muss sicherstellen, dass Bürgerbeteiligung stattfindet, und der Senat hebelt es einfach aus. Das ist ja wohl die bodenlose Freche. Und das, glaube ich, ist die Politik auch von Herrn Müller, der ja vorher Stadtentwicklungsminister, und der hat ganz unter seinen, wir waren da mal eingeladen zum Bezirksbüro von einer SPD-Abgeordneten, und da war der Herr Müller, ist da aufgetreten und hat erstmal seine Genossen erstmal auf Linie gebracht und so weiter, und da hat sich das alles schon so angehört. Also eigentlich ist das alles gar keine Überraschung, aber es ist natürlich eine bodenlose Frechheit. Am Mauerpark, die haben ja kaum eine Möglichkeit, jetzt nochmal irgendwas zu entscheiden. Und wenn die was vorher entschieden haben mit diesen Eingaben und so weiter, wer behandelt die? Die werden einfach ignoriert. Davon kann man fast schon ausgehen. Weil der Senat sich als Chefseite, und wenn man ein Bauvolumen von 2200 Wohnungen hat, dann wird das genauso passieren. Mindestens genauso passieren. Das ist einfach mal denn Chefsache. Wohnungsbau hier ist Chefsache. Aber ich bin nicht dabei. Also ich wollte doch mal ganz kurz, wenn es möglich ist, den Trick mit diesem Wohnungsbau. Wohnungsbau wäre ja schön, wenn es Chefsache ist. Wenn die sagen, okay, wir lindern die Wohnungsnot in Berlin. Das würde ich total klasse finden. Würde ich sagen, ja, herzlichen Glückwunsch, wunderbar, wir helfen euch dabei. Aber der Punkt ist ja der, die verkaufen das, indem die sagen, okay, wir müssen ja, ihr könnt doch nicht gegen Wohnungen sein. Sagen die uns ja im Themenpark auch. Ihr habt ja sowieso so viel Freiflächen und so. Die bauen ja nicht zur Linderung der Wohnungsnot. Der Groth hat von den 700, bla bla bla, 170 Sozialwohnungen, die hat er aufgedrückt gekriegt. Das ist seine einzige Auflage, dann ein paar Studentenwohnungen. Und dann hat er über 600 Wohnungen, die er frei verkaufen kann.
Und ähnlich ist der Schlüssel, wenn überhaupt, ist der im Themapark zu erwarten, wenn da überhaupt noch was neu gebaut wird. Die neuen Wohnungsprojekte, die hier in Mitte in Prenzlauer Berg gemacht sind, sind zu 90% im hochpreisigen Segment. Eigentumswohnung oder eben halt weitervermietbare, hochpreisige Wohnung. Keine Sau kann sich das leisten. Keine alleinerziehende Mutter, kein Student, kein Rentner, kein Normalarbeitender. Die können sich das überhaupt nicht leisten. Es ist tatsächlich Politik, dass mit diesen Verdichtung und mit diesem Wohnungsbau überhaupt nicht zilindert wird. Kein Mensch kann sich das leisten. Es wird international beworben, Berlin als attraktive Destination für irgendwelche Jetsets, die als zweite oder dritte Destination hier in Berlin hier sich einkaufen und das einfach die Wohnung bauen, kaufen und so als Kapitalanlage oder sonst nichts. Das ist wirklich also eine Frechheit, das zu sagen in dieser Verbindung. Und das macht die SPD und das machen die Grünen und das machen alle, die sagen, wir müssen bauen in Berlin, die machen das, die vermischen es einfach. Die Bevölkerung wird hier absolut für dumm verkauft. Das ist absolut Frechheit. Also dieser Trick ist, den haben wir schon zigmal erwähnt und den hauen die immer wieder raus, weil sie genau wissen, nicht jeder informiert sich, hat die Zeit, sich zu informieren und so weiter. Nach der Statistik ist es auch tatsächlich so, dass die über 10 Euro pro Quadratmeter Miete Wohnungen, dass die durchaus nach ihren Mietern suchen. Also das heißt, da gibt es eigentlich genügend Leerstand. Da gibt es in diesem Segment und nur ab da wird gebaut, gibt es tatsächlich eigentlich kaum Bedarf. Den Bedarf, den es gibt, ist bei Wohnungen, die so um 6 Euro den Quadratmeter oder vielleicht sogar günstiger kosten, das baut keiner. Der Investor Groth hat sogar noch einen anderen Trick mittlerweile drauf. Da will ihm ja jetzt bei dem großen Projekt in Lichterfelde Süd, will ihm der Bezirk oder der Senat noch aufdrücken. Er möchte doch bitte auch mindestens 20% sozialen Wohnungsbau dabei, der dann eben im Bereich von 6 Euro Quadratmeter vermietet wird, mit errichten. Und dann sagt der Investor, sehr schön, dass ihr das von mir wollt. Da biete ich euch mal Folgendes an. Ich baue das zu meinem Preis. Und ihr könnt ja eure genossenschaftlichen 100%igen Tochtergesellschaften, eine DGWO oder sonst was, in die Spur sticken und die kaufen mir das zum Marktpreis ab. Und wie hoch die das dann vermieten, ob die das dann für 6 Euro vermieten, das ist mir anschließend wurscht. Das heißt also, der Staat, die öffentliche Hand, muss dann gleich zweimal zahlen und dann anschließend nochmal eben dem Investor den teuren Preis zahlen, damit er dann den subventionierten Preis weiterreichen kann. Also das heißt, es gibt doppelte Ausgaben für die öffentliche Hand und einen doppelten Profit für den Investor. Das ist so die Vorstellung, die zumindest Groth hat. Ich weiß nicht. Ja, die Frage ist ja auch, warum wir die Politiker wählen. Also wir wählen die ja hinein und jeder hat dann mal eine Mehrheit und so weiter. Und dann sind sie halt da und dann müssen sie Politik machen. Und dann sage ich mir, dann müssen sie doch Politik für die Leute machen, die sie gewählt haben, eventuell, wenn du Glück hast. Und dann sage ich dir, auch hier im Bezirk kannst du, das ist doch eine ganz schiefe Interessenlage, dass die dann sagen, nee, wir machen es dir mal so einfach wie möglich, weil der baut und der nimmt uns das ab und der macht aus einer Brache, keine Ahnung, ist doch egal. Wir lassen diese Verantwortungsbewusstsein gegenüber den Menschen, die hier wohnen, ist nicht da. Ich sag mal so, zu diesem Ding hat ja noch eine andere Dimension. Diese Greifswalder Straße, Güterbahnhof, der hat ja so eine Dimension, das hat ja so einen Einfluss auf die gesamte Umgebung, auf das gesamte Einzugsgebiet. So wird Verdrängung gemacht. Es ist so, da ist einfach was da. Die Vergleichsmieten in der Umgebung werden sich darauf orientieren. Jede Art von Neuvermietung wird extrem in die Höhe schnellen. Und ich sag mal so, 6.000 Leute, ich gehe mal davon, jeder Wohnung eine Wohneinheit bei 3 Personen aus, jetzt mal im Durchschnitt, dann werden 6.000 Leute, die prägen natürlich die gesamte Umgebung hier. Und dann sagen die, was übrigens, jetzt kommen wir mal ganz kurz auf Kirchner nochmal zurück, und zwar dann sagt Kirchner, wir am Helmholtzplatz, wir müssen den Platz, die Nutzerinteressen anpassen. Das ist für mich blanke Verdrängung, ganz einfach. Da sind wir jetzt bei der großen Politik angelangt, was gut ist, weil wir wollten ja auch zum bedingungslosen Grundeinkommen noch kommen. Das machen wir nach der nächsten Musik. Danach kommen wir allerdings erst einmal mit der Satire von Rolf zurück und öffnen dann auch die Runde zum Publikum. Das dann nach dieser Musik. Der bedingungslose Nachmittag live aus der Abbaubar in der Danziger Straße 50. Die Musikauswahl heute ist eindeutig mit unserem Gast zu erklären. Wir haben hier heute Raik Weber von der Anwohnerinitiative Ernst-Thälmann-Park. Und alle Musiktitel haben heute was mit Park zu tun. Deswegen haben wir gerade Pankow gehört, Rock'n'Roll im Stadtpark. Wir machen weiter mit der Satire von und mit Rolf Gensrich.
Es hat sich von meiner Seite aus ausgekuschelt mit der Berliner Landespolitik. Hier am Prenzlauer Berg sollen in der Michelangelo-Straße bald neue Wohnungen gebaut werden. Sind ja schließlich die letzten großen freien Flächen am Prenzlauer Berg, mal abgesehen von den Kleingarten am Volkspark und an der XS-Planade. Kritiker sagen, gut, dass da nun in der Michelangelo-Straße Wohnungen gebaut werden, dann ist wenigstens diese unsägliche Verlängerung der A113 von der Seestraße nach Treptow vom Tisch. So kann man es auch sehen. In der Vatikanstadt in Rom wird derzeit in einer Straße, in der traditionell sehr viele Obdachlose schlafen und die dort vom Vatikan geduldet werden, Teile des neuen James-Bond-Films gedreht. Weil die Obdachlosen für die Dreharbeiten deshalb eine Nacht lang vertrieben wurden, hat die Produktionsfirma des neuen James Bond die ganzen Obdachlosen dort zum Essen eingeladen. Soweit, so gut. Aber hallo, geht's noch? Die verdienen mit dem nächsten James Bond Millionen und spendieren dann den von ihnen Vertriebenen ein Essen. Mehr Geiz geht ja wohl kaum noch, oder? Also da hätte ich für jeden Obdachlosen wenigstens eine Woche Vollpension in einer ordentlichen Jugendherberge oder in einem Hostel spendiert. Eine seriöse Berliner Zeitung veröffentlichte letzte Woche, wo die künftigen sogenannten Berliner Milieuschutzgebiete geplant sind. Diese Gebiete, in denen es nur noch bedingt möglich sein soll, Mietwohnungen in Wohneigentum umzuwandeln. Meine Fresse, Schwein ihr habt. Ich wohne dann wohl in einem dieser neuen Milieuschutzgebiete. Ich rege mich jetzt nicht darüber auf, dass das jetzt passiert, wo in den Jahren seit der deutschen Wiedervereinigung nun schon rund gut 80% der einstigen Ureinwohner den Prenzlauer Berg verlassen haben, mussten, getürmt sind vor den zu hohen Mieten und den zu vielen umgewandelten Eigentumswohnungen. Dann, ja, Groth darf am Mauerpark bauen, wir haben es ja gerade erwähnt. Damit sind 10 Jahre Bürgerbeteiligung im Arsch, weil es dem Berliner Senat zu langsam ging mit den Planungen zur sogenannten Randbebauung, wurde dem dafür zuständigen Bezirk Mitte, zu dem diese Flächen gehören, das Baurecht vom Senat entzogen. Zügiger Wohnungsbau sei von übergeordnetem Interesse. Wenn Bürgerbeteiligung so nervt, dann schalten wir sie doch gleich generell ab. Der Bau einer neuen Autobahn durch die Danziger Straße ist von übergeordnetem Interesse. Zack, der Bau eines neuen Kernkraftwerks in den Karower Teichen ist von übergeordnetem Interesse. Zack, der Bau eines atomaren Endlagers am Schlachtensee ist von übergeordnetem Interesse. Zack, genauso funktioniert eine Diktatur. In einer Diktatur baut man einfach fluffiger. Keine Ausschreibung mehr, keine überflüssige Bürgerbeteiligung. Zack. Aber der größte Lacher letzte Woche war ja die Wasserschlacht in der zukünftigen BND-Zentrale in der Chausseestraße, die ja ausgerechnet auf der ehemaligen Zickenwiese, im Volksmund so genannt, weil Walter Ulbricht, genau der, der die Mauer nie bauen wollte, doch so ein Zickenbart hatte und an eben jener Stelle in der Chausseestraße, an der BND jetzt baut, die einst mal das Walter-Ulbricht-Stadion stand, eröffnet 1951. Dass die BND jetzt unter Wasser steht, ist das jetzt Ulbrichts Rache? Der bedingungslose Nachmittag live aus der Abbaubar in der Danziger 50 in Berlin. Wir haben heute die Initiative, die Anwohnerinitiative Ernst-Thälmann-Park zu Gast. Deswegen war das jetzt die Band Chicago mit Saturday in the Park. Wir haben zwar Sunday und sind nicht im Park, aber wir sind nach wie vor beim bedingungslosen Nachmittag. Und wir haben auch dieses Mal etwas Neues eingeführt auf den Tischen. Auch beim Publikum liegen zurzeit diese Kärtchen rum. Diese Kärtchen sehen jetzt die Radiozuhörerinnen und Zuhörer nicht. Diese Kärtchen sind so ähnlich wie die Fußballkarten. Also die gelbe und rote Karte vom Schiedsrichter sind bekannt. Da ist auch noch eine grüne Karte dabei und wir hoffen, dass eigentlich immer die grüne Karte oben liegt, weil das bedeutet, wir sind uns jeweils gegenseitig grün. Wir haben miteinander gut geredet und an dem, was wir uns gefragt oder geantwortet haben, nichts auszusetzen. Sollte allerdings jemand von uns in eine Richtung reden, die jemand anderem nicht gefällt, kann er eine gelbe oder wahlweise, wenn es richtig ein heftig schweres Foul war, auch die rote Karte zeigen. Das Publikum hat das auch und das Publikum wäre jetzt auch dran mit den Fragen aus dem Publikum. Ich habe mir schon sagen lassen, es soll heute eine Frage über das bedingungslose Grundeinkommen jetzt mal gleich vom Publikum gestartet werden, bevor wir zu den tiefen gesellschaftlichen Fragen kommen. Ich gebe das Mikrofon gleich mal weiter, beziehungsweise frage, wie war dein Name? Maximilian Schnell.
Maximilian Schell. Warst du nicht tot? Maximilian Schell ist jemand anders gewesen. Schnell. Und ich dachte schon, du wärst inkognito hier heute. Was ist deine Frage? Ja, wie bringt dir das Thema mit den Mietwohnungen zusammen mit dem BGE? Wie kann das BGE da helfen? Wie kann das BGE bei dem Anstieg von Mietpreisen helfen? Habe ich das richtig so verstanden? Dann fangen wir jetzt das erste Mal bei dieser Sendung heute an, über das BGE zu reden, Raik. Ja, bist du überhaupt ein Fan von BGE? Weil das ist ja nicht notwendigerweise so, dass eine Anwohnerinitiative auch über BGE und dergleichen Dinge redet. Ja, also bedingungsloses Grundeinkommen sagt mir schon was. Nein, ich sag mal so, ich sehe das als, wie soll man das sagen, als das wäre so ein Gesellschaftsprojekt. Also das gibt immer ganz, ganz schnell die Fragen, die sehr ins Praktische gehen, sofort ins Praktische, wie setzen wir das um, kann man das überhaupt umsetzen, ist es mit der Wirtschaft, die wir zurzeit haben, überhaupt umsetzbar und so weiter. Ich sehe das als so als gesellschaftliches Projekt insofern, weil einerseits wird der Arbeitsbegriff völlig neu definiert sein müssen, denn in dem Fall. Auch die gesamte Einstellung, auch die Anerkennung zum Beispiel, wenn wir darüber reden, dass es eben außerhalb der Lohnarbeit natürlich noch ganz andere Arbeit gibt und welchen Stellenwert hat die heute? Und die wurde natürlich in ihrem Stellenwert, also die ehrenamtliche Tätigkeit wurde natürlich sich in der Wertigkeit erhöhen. Also ganz konkret würde sagen, okay, das bedingungslose Grundeinkommen würde sicherstellen, dass sich jeder eine Wohnung mieten kann und dass er sich das auch leisten kann. Das könnte ich mir schon eher vorstellen als an dem Zustand heute, wo es doch viele gibt, die sich eben halt eine Wohnung nicht leisten können. Aber könnte das BGE, wenn es denn in einer existenzsichernden Höhe gezahlt wird, nicht auch bedeuten, dass die Investoren wie beim Thälmann Park sagen, ja wunderbar, dann geht unser Konzept ja vollkommen auf, weil dann haben ja viel mehr Leute, viel mehr Geld und wir können viel mehr Miete verlangen. Also ist das nicht eine Katze, die sich in den Schwanz beißt? Ja, genau. Das ist schon richtig, aber das sind alles Hypothesen. Also ich halte nicht so viel von Hypothesen, weil ich sag mal ganz ehrlich, was die Wirtschaft und was der Kapitalmarkt damit macht, wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt, das kann ich heute gar nicht einschätzen. Also wir haben schon einiges gesehen, was der Kapitalismus mit bestimmten Situationen macht. Aber wie es sich darstellt, wenn es denn ein flächendeckendes bedingungsloses Grundeinkommen für jedermann gibt, also auch die Reichen bekommen das ja, davon abgesehen, war. Vielleicht davon werden sie aber nicht mehr signifikant reicher. Nein, sicher nicht, aber immerhin, das ist dann schon so, ich weiß es nicht. Also ich finde es als Diskussionsgrundlage, damit man, wie man Gesellschaft umbauen kann, finde ich das total wichtig und es ist ein Gegenstand daran, an dem man sich tatsächlich abarbeiten könnte, wenn man über Gesellschaft, über Umbau der Gesellschaft diskutiert. Auch über andere Wertigkeiten in der Ökonomie, also auch in dem Dreieck Arbeit, Konsum, Geld. Also in diesem Dreieck müsste man sich ja bewegen und darüber müsste man diskutieren. Und das müsste man total verändern, in der Wertigkeit auch. Und das ist auch wichtig, darüber zu diskutieren. Und deswegen finde ich das bedingungslose Grundeinkommen als Gegenstand von solchen Diskussionen total wichtig und also auch modern. Also gehört eigentlich in diese Zeit. Ich gucke mal jetzt in die Richtung von Maximilian. War das jetzt ausreichend als Antwort oder soll ich nochmal das Mikrofon zurückgeben? Also im Zweifelsfall haben... Aber kann man da auch das... Ist jetzt natürlich allgemein gesprochen, aber kann man da auch eine, sag ich mal, eine direktere Linie ziehen? Ich meine, wie du es auch selber gesagt hast, es hilft ja nicht unbedingt dabei, dass Mieten ansteigen oder so. Das kann ja trotzdem immer noch, oder dass Neubauten teuer vermietet werden oder in Eigentumswohnungen umgewandelt werden. Ne? So, also gibt's da, kann man da eine konkrete Linie darüber ziehen oder ist es dann halt eher, wie gesagt, über einen gesellschaftlichen Umbau zu sehen. Jetzt fange ich mal an. Das wird dann an diesem gesellschaftlichen Umbau dann passieren. Also man kann dann wirklich nicht sagen, dann werden die Mieten nicht mehr steigen oder dann hat jeder das, was er wirklich nötig braucht. Natürlich wird der Kapitalmarkt und die Immobilienhaie, die werden natürlich versuchen, das Geld einem sofort wieder aus den Taschen zu ziehen, logischerweise.
Aber auch dagegen könnte man dann in den entsprechenden, da gibt es ja zigtausende verschiedene Varianten, wie man das dieses Grundeinkommen finanzieren oder noch einführen will. Auch da gibt es dann sicherlich Möglichkeiten, das dann zu begrenzen in irgendeiner Form. Olaf, du nickst so. Ja, also ich hätte jetzt, wenn ich als Antwortgeber gefragt wäre, dann würde ich auch sagen, ich kenne dazu einen Satz, der sagt, das Grundeinkommen hilft gegen vieles, aber es ist kein Allheilmittel. Und gerade die Mietenfrage ist so eine, wo ich glaube, da erledigt sich keinerlei politisches Engagement, keinerlei bürgerschaftliches Engagement, bloß weil es ein Grundeinkommen gibt. Weil das ist das, was Rolf auch gerade gesagt hat. Es gibt ja Grundeinkommensmodelle, die führen gar nicht zu einem Zusammenführen der Schere zwischen Arm und Reich. Die lassen also das genauso auseinanderklaffen, wie es heute weiter ist. Es gibt auch Grundeinkommensmodelle, die sind so angelegt, dass es oben und unten immer weiter zusammengeführt wird, dass also die Einkommensungleichheit immer geringer wird und dann ist logischerweise eigentlich auch, dass die Mietenungleichheit geringer werden müsste, weil wenn die Einkommen mehr oder weniger sich aufeinander zubewegen, dann ist auch der Korridor enger an dem, was man an Miete verlangen kann. Das ist aber die Frage, werden denn die Einkommen gleicher dadurch oder werden sie nicht gleicher dadurch? Das ist mit bedingungslosen Grundeinkommen so oder so zu organisieren. Das jetzt mal von einem gesprochen, der sich mit ganz vielen Modellen schon lange beschäftigt hat. Wie ist es eigentlich mit der Bürgerinitiative? Diskutiert ihr auch mal gesellschaftliche Sachen wie das? Nee, ich wollte da nochmal so eine Verbindung herstellen. Das ist schon, also so ein bedingungsloses Grundeinkommen kann durchaus natürlich die Menschen insofern in der Wahlmöglichkeit freier machen, sich politisch zu betätigen. Also das ist dann zeitlich durchaus möglich. Also auch in Bürgerinitiativen, auch wir haben ja alles ehrenamtliche Tätigkeit, die ist umfangreich, die ist zeitaufwendig. Wir haben einige Rentner bei uns, die können sich das leisten zeitlich. Also die machen das dann auch mit sehr viel Werf und mit sehr viel Genauigkeit. Aber wir haben auch Leute, die natürlich im Dienst sind und die sagen, okay, ich habe keine Zeit dafür und ich kann mich eigentlich darüber auch gar nicht informieren. Und das könnte ein bedingungsloses Grundeinkommen natürlich viel mehr herstellen, dass sich die Leute die Zeit nehmen können, sich politisch zu ihren Interessen auch gehend sich zu betätigen, was sie auch gerne machen. Der Mensch ist mit Sicherheit, das möchte ich auch nochmal sagen, der ist mit Sicherheit faul, aber der ist mit Sicherheit auch, hat den Drang zur Betätigung, also zur sinnvollen Betätigung, sinnstiftenden Betätigung. Und das sieht man an den Millionen ehrenamtlichen Leuten, die trotz aller Widrigkeiten, obwohl es kein bedingungsloses Grundeinkommen gibt, das machen. Und viele Vereine oder viele Institutionen, viele soziale Einrichtungen und so, die würden gar nicht mehr existieren, wenn es diese ehrenamtliche Tätigkeit gar nicht gibt, nicht mehr gibt oder nicht geben würde oder wenn eben die Menschen nicht da wären, trotz aller zeitlichen Reglementierungen oder auch, also man braucht ja nicht nur Zeit für einen Job, sondern man braucht auch den Kopf frei, man braucht die Kräfte dafür und das wäre dann natürlich eher möglich, das wollte ich nur mal so sagen, das ist, also für uns wäre das toll. Und du sprichst davon ja auch gleich relativ, also vom Stapel gelassen und flüssig, das heißt, du hast von bedingungslosem Grundeinkommen als Stichwort schon, also mehr schon als ein Stichwort gehört. Ich höre meistens von Leuten, die dagegen sind, ach, das verstehen ja die Menschen nicht. Aber mit den Menschen, mit denen man drüber redet, die verstehen das alle, die haben das alle verstanden. Bloß wenn man weiter oben fragt oder in der Politik fragt, dann heißt es, ach, das verstehen die Leute nicht, das kann man ihnen gar nicht erklären. Wie häufig kommt also sowas dann im Ernst-Thälmann-Park auf einen zu, so dass nichts Böses ahnt und man hat dann auf einmal was von bedingungslosen Grundeinkommen diskutiert? Genau. Das ist das eine, ihr versteht es nicht, ihr seid zu blöd dazu. Könnte eine Möglichkeit der Antwort sein, aber es ist auch so, es ist ja sowieso nicht machbar. Also es ist nicht machbar insofern, dass du, dass wir mit dem Wirtschaftssystem, das müssen ja alle machen und wer soll das bezahlen, das ist eine ganz wichtige Frage, die immer ganz oft, ganz schnell gestellt wird und überhaupt. Es gibt dann Gott sei Dank welche, die das mal durchgerechnet haben und die dann auch auf den Punkt gekommen sind, wo gesagt hat, natürlich ist es finanzierbar, natürlich ist es alles möglich und so. Wir haben darüber noch nicht so konkret gesprochen bei uns in den Reihen, aber ich kann mir das gut vorstellen, weil wenn man sich so unterhält, dass viele Zeitreserven also aufgebraucht sind und dann auch die oftmals an Grenze gehen und trotzdem noch sich engagieren und dann wäre natürlich viel mehr Luft dafür da.
den Leuten immer zu unterstellen, dass sie zu blöd dazu sind, das ist ja wirklich auch die Masche, die sie sowieso ganz schnell haben, dass sie sich, lasst uns das mal machen, so nach dem Motto, wir haben dafür, übrigens, die haben echt nicht mehr Ahnung davon, das ist ja der Punkt. Also wenn wir wirklich absolute Top-Leute hätten und Experten und Profis und mit einem gesunden Menschenverstand verbunden mit einer Professionalität, mit einem Fachwissen, dann wäre das alles wahrscheinlich toll. Dann könnten wir da über Inhalte mal auf Augenhöhe diskutieren. Aber das ist ja nicht der Fall. Wir haben ja mittelmäßige, unterirdische Kompetenzen da rumschwören, die sich irgendwo in der Politik geschafft haben. Warum auch immer. Die aus irgendeinem Parteibetrieb herauskommen. Übrigens, wir hatten mal bei der CDU Schönhauser Allee mal eine interessante Diskussion, welches Fachwissen ist in Anwohnerinitiativen oder Bürgerinitiativen und welches Fachwissen ist in der Politik und woanders in den Bereichen zu finden. Und da hat der Volker Hassemer, der mal Ex-Senator war, der hat dann gesagt, die Kompetenz liegt in den Anwohnerinitiativen, in den Bürgerinitiativen, weil die sind viel näher da dran, die erzählen das dir auch so, dass das jeder versteht und die haben eine Herangehensweise, die überhaupt nicht instrumentalisiert ist, die einfach völlig wahrhaftig ist und das ist eine Kompetenz, die kann Politiker gar nicht herstellen. Das ist natürlich total traurig, normalerweise müsste er das herstellen, aber er macht es nicht und das ist ein Problem. Ja, das sind auch so manchmal ganz merkwürdige Begründungen für Privilegien. So, lassen Sie mich durch, ich bin Politiker. Oder lassen Sie mich durch, ich bin Investor. Das erfordert heutzutage überhaupt keine weiteren Begründungen mehr. Aber was ich eigentlich noch fragen wollte mit dem, springt einen das bedingungslose Grundeinkommen mal so im Ernst-Thälmann-Park an, man denkt nichts Böses und sieht das Stichwort. Mir ist es gestern so gegangen, ich war gestern im Tanztheater, ich muss es unbedingt erzählen, im Ballhaus Ost, denke also nicht, dass irgendwas in der Richtung auf mich zukommt, sehe die Inszenierung Das wahre Gesicht, Dance is not enough von Christoph Winkler. Da geht es interessanterweise, hochintellektuelles Tanztheater, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, aber tatsächlich ganz viel Futter für den Kopf, da geht es darum, welche Tanz- und Ausdrucksformen sind für eine Demonstration geeignet und welche nicht? Und wie engagiert man sich politisch über Tanz und wie nicht? Und da gibt es dann also so, was weiß ich, nach einer Stunde holen die ganz, ganz viele Transparente auf die Bühne, kleistern damit die Bühne aus und auf einem dieser Transparente steht, Denken wirkt Wunder, bedingungsloses Grundeinkommen jetzt. Und das sind dann so Momente, wo ich mir denke, es ist ja schon viel weiter verbreitet, es ist ja schon viel mehr in die Köpfe eingesickert, als wir uns das manchmal so klar machen und als wir uns das glauben machen wollen. Und deswegen denke ich, kann ja das durchaus passieren, dass man mit einem bisher völlig fremden Menschen redet und dann feststellt, der hat sich schon mindestens genauso viel Gedanken über das BGE gemacht wie ich. Jetzt antworte ich mal für den Gast ausnahmsweise. Vor etwa 2 Jahren war das mal so, da hatte jemand wohl Langeweile und hat dann hinterm Planetarium, da wo der Rodelberg ist, mit Kreide dort das bedingungslose Grundeinkommen mit großen Buchstaben hinterlassen. Das las man dann noch wochenlang. Hast du dann noch irgendwas gesehen? Nee, genau. Ich wollte eigentlich antworten, dass bei uns in den Büschen, weil wir ja viele Büsche noch haben im Themenpark, nicht das bedingungslose Grundeinkommen hockt. Leider nicht. Gab's da nicht gesehen. Gab's echt nicht entdeckt und auch so hinter den Bäumen nicht. Also springt eins nicht so unbedingt ins Gesicht bei uns im Themenpark. Ich weiß nicht, wie weit die Menschen so weit sensibilisiert sind, dass sie ganz oft darüber reden. Ich glaube, das ist nicht im Mittelpunkt des Alltags. Noch nicht gerückt, aber vielleicht quatschen wir mal darüber. Also wir erzählen ja immer sehr viel darüber, über Leute, was sie davon halten. Das sind genauso Themen, was ich wichtiger finde, ist bei uns, da, also dass man mit Durchmischung meint, auch dass man also auch jede Art von Rassismus zum Beispiel unterbindet, dass wir mit Durchmischung tatsächlich Durchmischung meinen. Ich finde das eine relevantere Frage für die Menschen bei uns im Park zurzeit als das bedingungslose Grundeinkommen. Ich würde es ja nicht so werten, aber das ist einfach mal so. Und wir hatten auch so mal Anlauf und da haben wir einfach mal so eine kleine Präambel von der Anwohnerinitiative reingestellt, wogegen wir uns da natürlich wehren. Weil der Themenpark war in den 90er Jahren auch so ein Anlaufpunkt von Nazis und von irgendwelchen rechten Gruppen, das war schon ziemlich bekannt. Wir hatten, also Gott sei Dank hat Blackland zum Beispiel diese Heavy-Metal-Diskothek oder dieser Club, der ja eigentlich eine große Tradition in Ost-Berlin hat. Der war ja früher in der Huflandstraße und der ist jetzt bei uns da und der hatte auch mal eine kanadische
Nazi-Gruppe ausgeladen, aber auch erst nachdem er sich aufgrund der Öffentlichkeit darüber informiert hat. Also auch diese Dinge sind natürlich eine Aufmerksamkeit. Ich muss dazu noch sagen, dass mir mit Sorge im Einzugsgebiet vom Themenpark, dass die Nazis nördlich des S-Bahn-Rings in Naugarder Straße und auch da einige Kneipen für sich in Anspruch genommen hat, haben und dort die auch teilweise besetzt sind. Und das macht mir viel mehr Sorge, dass da zum Beispiel, also bis zum Antonplatz, da gibt es schon einige Kneipen und Einzugsgebiete von Nazis, die sie das einfach besetzt haben oder so, oder Rechten. Und das macht mir mehr Sorge. Wir haben auch bei uns zu sagen, was habt ihr gegen Ausländer? So Diskussionen würde ich viel lieber führen. Und die führen wir auch bei uns in der Anwohnerinitiative. Wir haben Gott sei Dank also schon Konsens, dass das für uns, also eine Ausgrenzung von Menschen, überhaupt nicht auf der Tagesordnung steht, dass das überhaupt nicht von niemand gewollt ist und dass das niemand auch macht. Aber wir müssen ja davon ausgehen, dass eine Anwohnerinitiative immer auch einen bunten Mix der Bevölkerungsstruktur widerspiegelt. Also und rassistische Ressentiments sind einfach vorhanden. Und damit muss man ja auch adäquat umgehen. Und das ist nicht einfach, aber das ist Arbeit, die man machen muss, aus meiner Sicht. Okay, das wollte ich nicht. Aber das kommt durchaus dem Tanztheater irgendwie entgegen, weil das war auch gerade sehr, sehr gemischt, so wie du es gerade erzählt hast. Da waren vier Tänzer auf der Bühne, einer aus Griechenland, einer aus Mexiko, einer aus Kanada und einer aus Burkina Faso. Und letzterer hatte auch wirklich eine Fluchtbiografie, was man in einer anderen Inszenierung gehört hat, wo ihm also wirklich die Familie ermordet wurde und wo er über ganz, ganz viele Umwege und dann irgendwann mal hier im Asyl gelandet, nur ganz, ganz schwer seinen Weg nach Europa gefunden hat. Und diese Stücke basieren ja auch auf der Diskussion, die ungeheuer bereichernd ist, ungeheuer reichhaltig, zwischen diesen Künstlern, die auch wirklich aus allen Ländern dieser Erde kommen. Und gerade da kamen sie dann auf solche Themen und auf solche Erkenntnisse. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass gerade wo es stärker durchmischt ist und wo man möglicherweise auch mit Menschen redet, die ganz, ganz schwer nur unter Einsatz ihres eigenen Lebens überhaupt bis hierher gekommen sind, dass man da mal mehr über die Grundsätze und die Grundfragen redet, was ist eigentlich, was läuft schief? Und zwar nicht nur in der einen, sondern in den Ländern, in allen Gesellschaften, die wir da sehen. Und man kommt eigentlich immer wieder auf die Geldfrage. Man kommt immer wieder darauf, dass der Fluchtgrund in erster Linie darin liegt, dass einem komplett das Leben unter den Füßen weggezogen wird. Dass also quasi keine Möglichkeit mehr besteht, sein Leben in irgendeiner Art und Weise noch halbwegs auskömmlich zu fristen. Naja, Flucht ist ja noch ein bisschen mehr eigentlich, wa? Ist ja noch die Gefahr auf Leben und Tod und so. Und ja, wenn die aus Kriegsgebieten und wenn die aus... Die Gefahr auf Leben und Tod entsteht ja auch, wenn man überhaupt keinen Sozialstaat hat. Das gibt es ja seltenst in afrikanischen Ländern. Und wenn du dort dann Warlords hast, die Sache quasi an sich ziehen, dann hast du beides gleichermaßen. Du hast keine finanzielle Möglichkeit zu überleben, du hast aber möglicherweise auch keine politische Möglichkeit zu überleben, weil wenn du irgendwie falsch aussiehst oder falsch geboren bist, dem falschen Clan angehörst, wirst du schon über den Haufen geschossen. Genau, aber Asylanten oder die richtig flüchten und wo wir uns schwer tun, als Land oder als Stadt, die aufzunehmen, die sind ja tatsächlich in Not. Also die haben einen Grund zur Flucht. Also die sind echt, also mit Leben hier fördert. Also das ist nicht nur eine ökonomische Frage. Das ist ja so, als wenn du sagst, okay, sind es jetzt Wirtschaftsflüchtlinge oder sind es jetzt politische Flüchtlinge oder so. Und da muss man sagen, ist ein weites Feld natürlich, aber ich bin der Meinung, dass wir zunächst erstmal Flüchtlinge, die sind nicht umsonst auf der Flucht. Ich finde es ja furchtbar schlimm, auf der Flucht zu sein. Das muss man sich mal vorstellen, dass man von seiner Heimat weggetrieben wird, weil da nicht mehr möglich ist. Weil es einfach nicht, weil meine Kinder, die sind alle gefährdet, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie der Morgen aussieht, ich muss flüchten. Und dann sind die auf der Flucht und dann kommen sie hier an oder wo auch immer und dann haben sie so eine Art Willkommenskultur, ich sage das mal mit Absicht in Anführungsstriche, die auch unter aller Sau ist, also da bin ich auch schockiert. Und das sind erstmal, also ich rede jetzt nur über diese Flüchtlinge, nicht jetzt Einwanderung, die finde ich auch völlig in Ordnung. Wir haben eine Einwanderung, warum denn auch nicht? Warum gibt es nicht diese normale Teilhabe an diesem reichen Land für andere Menschen? Das ist doch kein Problem. Wir haben so viel Reserven, so viel Kohle, wir könnten das möglich machen. Das sind Peanuts. Und trotzdem streiten die sich da nach unten, streiten sich über jeden Heller und Pfennig und
nach oben ist denen egal, was sie da ausgeben, was sie verbraten für Millionen oder sonst was. Es ist unverhältnismäßig sowieso, aber es ist auch unmenschlich. Also da muss man sich mal überlegen, was man da tut. Und auch für die nächsten Generationen, was man da auch die nächsten Generationen mitgibt, wie man damit umgeht. Weil die Probleme, oder ich sage das ja nicht als Problem, ich finde Flüchtlinge auch das als Problem zu sehen, finde ich auch schlimm. Das Problem ist, wenn man negativ behandelt. Ich finde es völlig in Ordnung, Flüchtlinge hier aufzunehmen. Und ich finde, das macht unsere Gesellschaft total bunt. Nicht nur Flüchtlinge, Einwanderung, überhaupt. Das macht unsere Gesellschaft ist deswegen so bunt und so attraktiv, weil wir diese bunten Menschen hier haben. Und ich sag mal, bunte nicht im weitesten Sinne, sondern ich bin froh darüber, dass wir die haben, weil ich möchte nicht nur mit Deutschen allein gelassen werden. Ich pflichte dir jetzt bei, gerade hier wir Berliner oder wir alten Preußen, wir kennen es ja, die Hugenotten, die hier ins Land geholt worden sind zum Beispiel, oder aber auch der Döner, der ja nur aus Berlin kommt, im eigentlichen Sinne, das macht ja diese Stadt und das Leben dann so bunt. Und ich habe mal das Vergnügen gehabt, in einer Firma zu arbeiten, wo eben jeder Mitarbeiter einen anderen Kulturkreis hinter sich hatte, und das war interessant, es war bunt, es war schön. Übrigens, ich war mal 3 Jahre in Irland, da war ich Ausländer. 3 Jahre habe ich da gearbeitet und da war ich Ausländer. Und die haben mich so was von nett behandelt, ich weiß nicht auch warum, also, und da dachte ich immer, da hast du Welpenschutz ein halbes Jahr und dann sind sie alle freundlich zu dir, und danach, das hat sich aber nicht gelegt. 3 Jahre, die waren nett, durchgehend freundlich, war. Und hat gesagt, oh, das ist ja, also das hätten wir nicht so hingekriegt. Also manchmal denke ich, wir hätten es nicht so hingekriegt hier in Deutschland. Mhm. Aber ich will das nicht pauschalisieren, weil es gibt auch wunderbare Beispiele dafür. Gott sei Dank gibt es die. Für Willkommenkultur, für Integration, für Leute, die sich engagieren in diesem Gebiet. Also es gibt da Schulen, Vereine, die sofort was machen, die sofort Angebote haben, die sofort den Willen haben, die Leute auch zu integrieren in die Gesellschaft, was wichtig ist. Also die müssen Arbeitsmöglichkeiten haben, die müssen, ich mache jetzt mal so ein bisschen Flüchtling, tut mir leid, aber das ist mir liegt mir echt am Herzen, weil die müssen Arbeitsmöglichkeiten haben, die Kinder müssen sofort in die Schule gehen, die müssen eine vernünftige Gesundheitsversorgung haben, die müssen eine Freizügigkeit haben, die müssen die einfach mal die Möglichkeit haben, einen Anfang zu schaffen, wenn sie irgendwann mal wieder zurück in ihr Land können, weil sich die Lage stabilisiert hat oder beruhigt hat, dann ist es in Ordnung, aber meistens können sie es ja nicht. Das ist das Problem, und mit diesen Problemen in der Welt müssen wir uns auseinandersetzen. Aber ist denn nicht dieses Flüchtlinge abwehren, diese Haltung, die kommt ja nicht ausschließlich von unten, die wird ja eher von oben eigentlich vorgelebt. Ist das nicht eine zunehmende Abwertung des menschlichen Lebens als solchen? Also sinkt der Respekt vor dem menschlichen Leben, oder war das früher genauso und wir merken es nur jetzt deutlicher? Nee, der ist anders geworden. Also ich glaube nicht, dass der sinkt. Also die haben ja Zeiten, da war Leben, Leben eines Menschen nicht so viel wert, also noch weniger wert als heute oder so. Ich rede jetzt nicht vom Krieg, sondern auch von anderen Zeiten vielleicht. Das ist anders geworden, das kann ich nicht sagen. Der kommt aus der Mitte der Gesellschaft mit Sicherheit und kommt nicht von unten nur. Also der Mensch ist ein egoistisches Wesen und er ist aber auch ein solidarisches Wesen. Und nun muss man immer sehen, also der Rahmen, in welcher Welt man aufbaut, die Prägung, die Einflüsse, muss man immer sehen, in welche Richtung das kippt, das Ganze. Also manchmal gibt es mehr in die solidarische Richtung, was ja zu begrüßen ist. Und jetzt zur Zeit hat man das Gefühl, dass es mehr in die egoistische Richtung kippt, weil einfach mal die Gesellschaft so aufgebaut ist, auf Konsum, auf Individualismus, auf Egoismus aufgebaut ist. Dass man auch auf Wettbewerb, auf Wachstum, alles diese Dinge, die den Menschen so dazu macht, dass er sagt, okay, ich muss erstmal meinen eigenen Arsch retten und dann, keine Ahnung, und am besten ist es ja, auf die noch Schwächeren rundherum zu treten, dann fühle ich mich ein bisschen besser und fühle mich nicht so schlecht, wie ich vielleicht vorher mich gefühlt habe. Das könnten alles so Erklärungsmuster sein, weiß ich nicht. Ich finde es schlimm, also so ein Menschenbild zu haben überhaupt. Aufklärung ist eine wichtige Sache, obwohl viele in dieser Richtung auch nicht vernünftigen Argumenten aufgeschlossen sind, leider nicht mehr. Die sind dann schon so verbohrt und
ideologisiert, dass sie da ihre Linie fahren. Das ist natürlich bedauerlich, aber trotzdem muss man ja damit auch umgehen. Also man muss, ich will damit nicht, dass man mit denen redet, aber also ich weiß es nicht. Also es ist eine schwierige Sache. Ich würde so eine Einstellung auf 30% in der Bevölkerung schätzen. Mhm. Sage jetzt einfach mal so. Aber das wäre jetzt die Frage, ob an dieser grundsätzlichen egoistischen Lebenseinstellung vielleicht die Einführung eines BGE was ändern würde. Auch das ist natürlich spekulativ, aber das, was ich eingangs mal, wo du gesagt hast, auch Millionäre kriegen es, was ich ja so überzeugend finde an dieser Diskussion ist, ja eben. Eben, weil jeder Mensch ein Mensch ist, hat er Anrecht auf das bedingungslose Grundeinkommen und so sehr man sich über Millionäre und Milliardäre geärgert hat, Menschen sind sie trotzdem. Ja, das ist sicher ein Grund dafür, nicht mehr so unter Druck zu stellen, stehen, nicht mehr den Wettbewerb. Also es geht ja schon los in der Bildung, dass du unter Wettbewerb stehst. Du studierst mit Mitbewerbern, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber das ist so, der Markt ist halt so eng und jeder will der Beste sein und jeder will irgendwie keine Ahnung was. Jedenfalls. Da hau ich nochmal rein. Ja. Interessante Erfahrung ist vielleicht die, dass an den Schulen der DDR mehr gelobt wurde, als es heute der Fall ist. Also der Druck ist immens, Leistungsdruck extrem, fängt schon früh an und die Kinder, Jugendliche sind konditioniert auf diese Art und Weise, auch damit selbstverständlich umzugehen. Also ich will damit alle nicht verdammen, dass die jetzt alle unmoralisch oder dass die alle jetzt nur noch egoistisch und nur noch überhaupt nicht solidarisch, das stimmt nicht. Die Jugendliche können teilweise ganz gut auseinanderhalten. Also die junge Generation ist nicht so schlecht, wie sie oft dargestellt wird und so nach dem Motto, wie sie geprägt worden ist. Die Prägung ist schon teilweise schlecht. Also da muss man natürlich ein gutes, man muss so ein gewisses Medienbewusstsein schon haben oder so ein Selektionsverhältnis, dass man sagt, okay, man kann es schon auseinanderhalten, was für mich interessant, was für mich wichtig ist und was nicht. Aber grundsätzlich ist es so, dass natürlich sich jeder, davon kommt er nicht umhin, sich jeder seine eigene Grundwerte erarbeiten muss und auch ein eigenes Mensch, also ein Menschenbild, was vielleicht humanistisch und solidarisch ist, das muss man sich erarbeiten. Das kommt nicht von den Medien kommt es auch nicht. Ja, dann sind wir aber auch noch ein Medium und wir versuchen dagegen was zu tun. Wir sind weiterhin beim bedingungslosen Nachmittag live aus der Abbaubar in der Danziger 50 und melden uns nochmal mit dem Gespräch über die Anwohnerinitiative Ernst-Thälmann-Park nach dieser Musik zurück und wir wünschen viel Vergnügen. Hier talkradio.de, das Ganze live aus dem Zentrum Danziger 50 am Prenzlauer Berg. Und was hatten wir eben für eine Musik, Olaf? Richie Harris war das, MacArthur Park. Wir haben übrigens weiterhin den Chat geschaltet. Es ist immer wieder möglich, bei uns über Chat auch Fragen zu stellen. Es ist eine Gästin im Chat, das schon seit über einer halben Stunde, aber offensichtlich war sie von unserem Gespräch so geplättet, dass sie sich nicht getraut hat, eine Frage zu posten. Ihr dürft es aber gerne weiter tun auf rockradio.de, einfach auf den bedingungslosen Nachmittag gehen und dann den Chat öffnen. Wir lesen ihn und wir würden ihn sogar live beantworten. Wir beantworten auch immer gerne Zuschauerfragen. Ich habe mir sagen lassen, es gibt noch eine Zuschauerfrage. Nee, noch nicht. Wir schieben das nach hinten, aber jetzt geht es erstmal um die Umwelt. Ja, und dazu, Raik, es gab ja da, oder gibt da immer noch dieses Problem mit der Umweltverschmutzung, die es dort im Erdreich gibt. Dazu die kurze Information, als man das Gaswerk abgerissen hat, hat man es sich einfach gemacht. Man hat eben einfach die dort noch vorhandenen gefährlichen Substanzen einfach nur vergraben und das rächt sich jetzt am Grundwasser. Schon seit ein paar Jahren. Was ist denn da passiert? Also wir haben ja dazu extra eine Arbeitsgruppe gebildet, die Arbeitsgruppe Altlasten. Und die hat gründlich gearbeitet. Es gab sogar mal vom Bezirksamt eine sehr gute fachliche Veranstaltung dazu. Die haben auch gut gearbeitet. Es gibt da schon Expertisen und es gibt da auch viele Untersuchungen. Nicht alle sind davon gleichmäßig informiert. Darum gibt es so eine Irritation immer wieder. Ich sag mal so, der Spielplatz vorne, der wurde aufgrund, da hat Herr Kirchner mal ein bisschen Panik gemacht. Da hat er gesagt, okay, die Geräte können nicht einmontiert werden. Ich schicke ja meine Kinder auch nicht nach Tschernobyl. Das war eine leichte Übertreibung. Wobei dieser Spielplatz ist ja dann schon, ich weiß nicht, wie lange gesperrt, oder? Genau, aber der kommt jetzt, und da haben wir nicht nur eine, sondern mehrere Zusagen, dass der bis Juli dann auch fertiggestellt wird. Wirklich, oder ist es so wie Flughafen? Nee, wirklich. Nee,
Ey. Oh. Also, das kann natürlich auch alles sein. Nein, wir haben also, wir haben alles in Bewegung gesetzt, wir haben alle Dinge so weit, denke ich mal, gedreht, dass wir sagen können, es gibt keine Gefahr für Menschen und für die Natur. Aus dem Grunde, weil diese Schadstoffe tatsächlich so weit in den Boden reingesickert sind, dass die mindestens 50 Meter unter dem Boden sind, unter dem offiziellen. Dann sind die auch noch versiegelt worden. Das hat man aufwendig gemacht. Man hat da jetzt, auch eine Messstation schon seit längerem. Jetzt hat man auch diese Messreihen, wo man auch wirklich das untersuchen kann und kann sagen, dass da keine Gefahr für Menschen stattfindet. Die Sache mit dem Grundwasser ist auch so eine Sache, die wird ja erst in Richtung Alex entnommen. Und da gibt es Bewegungen, dass diese sogenannte, also ganz tief sickert es in Richtung. Weil es abschüssig ist, muss man steht jetzt in Richtung Winzviertel. Die Greifswalder Straße ist ja ein ehemaliges prähistorisches Flussbett, ja. Wo vor 10.000 Jahren nochmal die letzten Gletscher abgeschmolzen sind. Und daher immer, wenn man von der Greifswalder Straße aus weggeht, muss man bergauf. Das ist ja auch bei euch, man muss da hoch. Und insofern denke ich mir dann, wenn da was verseucht ist, dann sickert es erstmal da ein, oder wie? Oh, okay, ich sag's mal so. Also wir für den Themapark, auch inklusive dem Spielplatz, haben keine Gefahr. Es gibt jetzt eine, da kann man sich nachlesen bei uns auf der Webseite, Anwohnerinitiative Themapark, das findet man. Und da gibt es wirklich eine Seite und da sind wirklich ausführliche Expertisen und ausführliche Informationen auch darüber, dass man auch so, dass man es versteht, wie der Stand der Dinge ist. Ich weiß das nicht alles hundertprozentig. Also ich weiß, dass wir da gefahrenlos sind und dass der Bezirk tatsächlich diesen Spielplatz eröffnen kann. Also bauen und restaurieren oder eben auch die Geräte installieren und dort auch bauen kann. Man muss ein bisschen vorsichtiger sein, weil man diese Schutzschicht nicht kaputt machen muss, weil falls da schwierige Geräte reingerammt werden muss, wie das jetzt in der Verbindung mit dem Grundwasser ist, das steht da auch drin. Das kann ich jetzt aber jetzt ganz detailliert nicht sagen, da bin ich ein bisschen leicht überfragt. Gehen wir mal von der Umwelt nochmal zur Wirtschaft und die Pläne des Investors. Es steigen ja jetzt allenthalben diese großen Projekte in Berlin, die dann auch sehr viel Gewinn abwerfen sollen. Das heißt also, man geht davon aus, dass man jetzt in Immobilien großartig investieren kann und dann werfen die großartig viel Gewinn ab. Womit, erinnern wir uns, ist nochmal 2008 die weltweite Wirtschaftskrise ausgelöst worden mit dem Platzen einer Immobilienblase in den USA. Meinst du, dass möglicherweise das, was die Investoren sich da jetzt alle ausrechnen, dass das jetzt schon der Beginn der nächsten Blase ist? Genau, naja, also insofern ist es ja so, die können ja nicht anders. Die wissen ja, die haben es ja nicht anders gelernt. Also wenn du Wirtschaft oder Betriebswirtschaft studiert hast, dann sagen sie dir, wir können nur auf Wachstum spekulieren. Wir können nur auf wir haben ein System eingebläut gekriegt von früherer Schulzeit, von Studium und so weiter und wir können ja gar nicht anders. Und im Prinzip haben sie auch keine Antworten auf Zukunftsfragen, also ob es ökologisch ist, ob es politisch, gesellschaftspolitisch, ob es wen willst du als Menschen mitnehmen oder wie auch immer. Diese Antworten bekommst du ja nicht, weil das System sich so totgelaufen hat und weil die eben tatsächlich nicht anders können. Aus meiner Sicht können die ja gar nicht anders. Das heißt, also wir haben das irgendwie gedeckt mit der Immobilienblase, wir haben da diesen Crash gehabt, naja, ein bisschen gucken wir mal, jetzt haben wir uns wieder ein bisschen erholt, jetzt rammen wir zum nächsten Crash hin, weil wir nicht anders können. Davon bin ich absolut fest überzeugt. Also das ist im Prinzip so, dass diese Schlauheit der Menschen, die diese Gesellschaft prägen, an Grenzen stößt, weil sie sich nicht darüber im Kopf macht, wie man es anders machen kann. Darf ich da mal fragen, es hat doch sicherlich auch mit dem System an sich zu tun. Natürlich, wir kennen ja die zyklischen Krisen des Kapitalismus, die man da in diesem Falle ja am feinsten beobachten kann, oder? Genau, naja, ja, das ist jetzt, ich sagte jetzt eher so, das ist schon richtig. Also ich denke mal, da gibt ja keine Neujustierung von irgendwas. Es ist, die Banken werden gerettet, die sind systemrelevant. Das sagt ja schon alles, das Wort sagt schon alles damit. Ne? Und das ist halt so. Und die Menschen sind nicht systemrelevant im eigentlichen ökonomischen Sinne. Also die sind nur als Konsumenten relevant. Also das glaube ich schon. Also das hört sich jetzt wie ganz scharfe antikapitalistische Kritik. Ich bin eigentlich gar nicht so, sondern ich sage, okay, ich lebe hier im System, ich habe mich arrangiert, ich weiß, dass diese Veränderung auch nur eine Art von Transformation passieren kann und nicht hier
Depp und mit Revolution, das glaube, daran glaube ich nicht, weil die Menschen dazu auch zurzeit ja nicht so richtig bereit sind. Die gehen ja für ganz andere Sachen auf die Straße, aber nicht für die Veränderung der Gesellschaft, also für die richtige Veränderung der Gesellschaft. Das ist einfach so. Also findet nicht schön unbedingt, aber so ist es halt. Also irgendwo wird wahrscheinlich ein Investoren-Prospekt, ein Hochglanzprospekt existieren, der sowas Ähnliches besagt wie Invest in Berlin, home of the next crisis. Also wir Berlinerinnen und Berliner sind dann schuld an der Auslösung der nächsten großen weltweiten Finanzkrise, weil wir einfach nicht die Zinsen zahlen wollen für das Investment, das sich hier bei uns verzinsen muss. Ja, also ich bin schon der Meinung, dass wir, wenn wir untergehen, natürlich mit Hochglanz untergehen, das ist ganz klar. Also mit ganz viel Glitzer und Hochglanz, also es wird ja der Glitzer und der Hochglanz, also die Deko, sage ich jetzt mal, die Dekoration, die ist ja kostenintensiver geworden, die ist ja viel schlimmer geworden. Also die Signale... Die Deko auf der Titanic war auch sehr, sehr vom Feinsten. Ja, aber die Signale, also die Lichtüberflutung oder diese bunte, also ist alles noch viel bunter geworden. Also es muss ja auch mehr überspielt werden, ist ganz klar. Also aus meiner Sicht muss auch mehr überspielt werden und aus dem Grunde wird sie eben auch bunter und greller und beeinflusst dich noch mehr und keine Ahnung. Also das Fernsehen gegenüber hier vor 20 Jahren, 30 Jahren, da war das echt farblos fast, also fast wie Schwarz-Weiß-Fernseher gegenüber heute. Also das ist schon, da ist schon eine Beeinflussung da, die ist schon immens. Keine Ahnung, also Hochglanz, auf jeden Fall Hochglanz, das ist ganz wichtig. Mhm. Wenn wir untergehen, dann gehen wir Hochglanz unter. Dann gehen wir Hochglanz unter. Ja, ist denn jetzt die Frage aus dem Publikum gestellt worden durch mich oder sind noch Fragen offen? Ich gucke da jetzt nochmal, ich gucke auch nochmal in den Chat, da steht außer Hallo Gästin auch immer noch nichts. Er hat noch alles. Publikum ist auch im grünen Bereich. Dann stellen wir doch jetzt mal jetzt schon die Frage, die wir sonst immer gleich ganz, ganz zum Schluss stellen. Fühlst du dich eigentlich bei uns hier wohl? Ja, natürlich, selbstverständlich, ja. Also ganz Hochglanz ist das hier nicht im Gewölbe. Na doch, ich finde es aber schon schön, ja doch. Also für die, die es jetzt nur hören und nicht über Kicke mal Film auch sehen, wir haben hier doch ein Kellergewölbe. Das ist unverputzt, das ist roh, das ist, man könnte jetzt sagen, erdig und echt, aber auf jeden Fall nicht der Hochglanz, der für den Investor taugt. Nee, ich finde grundsätzlich überhaupt großartig, dass es so diese unabhängigen Radiostationen noch gibt und dass man da auch Radio machen, fand ich immer total schön. Also ich habe davon immer geträumt, Radio zu machen, aber ich mache ja kein Radio, aber trotzdem, ich habe davon geträumt und ich finde es großartig, dass es so eine Radiostation gibt. Auch Rolf, wir haben ja letztens mal darüber gesprochen, jahrelang, dass man sowas machen kann und dass es mehrere Stationen gibt, die immer noch auf dem Äther sind oder die man erreichbar sind, die irgendwelche Leute erreichbar aber da ist viel Idealismus da drin, aber es ist einfach großartig, dass da Leute sich immer finden und sowas zu machen und nicht immer dieses Mainstream-Radio, diese als Konsument, so, den man so wahrnimmt oder so. Das ist wichtig, dass Medien, auch alternative Medien, dass wir sowas haben und dass wir auch uns anderweitig informieren können, das ist großartig. Das ist übrigens eine der wenigen Sachen, die ich vom Internet richtig toll finde, großartig. Ja. Und das, obwohl die Eingangsanekdote, die du gebracht hattest, da wollte ich ja glatt schon wieder zu dem neuen Buchtitel überleiten, Analog ist das neue Bio. Die richtige Lawine, die ihr losgetreten habt für eure Anwohnerinitiative, die kam durch ein Plakat draußen quasi an einer Wand oder wo auch immer, also völlig analog. Also da wird auch in 10 Jahren die NSA nicht nachvollziehen können, wieso auf einmal die ganzen Leute, 90 Leute in einer Kneipe sich getroffen haben und dann seid ihr erst ins Internet gegangen. Ja genau, das war so ein analoger Flashmob, also der war schon, der war auch für uns alle überraschend, aber wir hatten da damals glaube ich schon einen Internetauftritt, aber egal, ich weiß es nicht, wie viel davon nur über die Plakate dorthin gekommen sind. Ja, ich glaube schon, man nimmt ja auch die Welt, also viele, ich hoffe, dass viele noch da sind, die die Welt auch analog wahrnehmen, also die einfach mal hochgucken aus ihrem Smartphone und sagen, okay, ach, wir haben schon wieder Tag oder so. Es weiß man ja alles nicht. Oder fahre ich Straßenbahn oder U-Bahn, das ist eigentlich royal oder so. Aber wie gesagt, ich bin der Meinung, dass beides seine Existenzberechtigung hat. Wir sind doch digital super aufgestellt, glaube ich jedenfalls. Wir haben sogar einen Meinungsblog. Wir haben also unsere Webseite, wo wir uns
alle Dokumente drinstehen, wo man sich super informieren kann über alles, was den Themapark so betrifft. Auch manchmal darüber hinaus. Wir haben eine krasse Meinungsseite, wo wir dann auch mal ein bisschen holzen können. Also auf der Bürger, wir sind ja auch eine Bürgerplattform. Man muss ja auch dafür nicht vergessen, dass wir als Anwohnerinitiative auch eine Bürgerplattform sind, wo wir uns treffen. Wir feiern, wir putzen, wir grillen, wir organisieren. Also wir haben große Fäden in der Wabe schon organisiert. Wir haben Flohmarkt jedes Jahr. Wir haben alles diese Dinge gemacht, damit sich Menschen untereinander treffen, freiwillig treffen, sich engagieren und aber auch nicht engagieren oder wie auch immer. Wir treffen uns, wir kennen uns einfach mal. Das ist Nachbarschaftshilfe. Sowas organisieren wir auch. Wir haben diskutiert darüber, ob man sich, wie man das organisieren kann besser, so eine Nachbarschaftshilfe. Alles das ist möglich, obwohl man immer denkt, dass jeder nur in seiner Wohnung ist und dann zuschließt und fertig. Das habe ich anders erlebt. Gott sei Dank habe ich großartige Menschen hier kennengelernt und es ist für mich allein schon wert, diese Anwohnerinitiative überhaupt zu machen. Also mal abgesehen vom politischen. Darf ich da nochmal nachhaken mit der Anwohnerinitiative? Habt ihr euch schon mal mit dem, wie hieß der Investor doch gleich, dessen Namen wir jetzt hier in den Schmutz ziehen wollen? Habt ihr euch schon mal mit dem getroffen? Nee, warum sollten wir das machen? Ich wüsste ja nicht, was ich mit dem Investor zu reden habe. Ich muss mit der Politik reden. Die müssen für uns diese Dinge durchsetzen, also im Namen, sag ich mal, im Namen der Menschen, die wir wollen. Wir brauchen nicht mit dem Investor reden. Ich bin ja kein Verhandlungspartner für den Investor. Ja, also eigentlich nicht. Eigentlich habe ich dem nichts zu sagen. Und ich glaube, der hat uns auch nicht so viel zu sagen. Der hat uns mal was im Interview auch mal gesagt, dass wir alle egoistisch sind, was ja auch völlig fatal ist. Aber ist eine andere Frage. Ich dachte jetzt, dass der auch an euch herangetreten wäre, um dann zu sagen, um euch zu kaufen oder wie auch immer. Mm-mm. Nee, das ist so, dass das natürlich schwer ist, dass wir, ehe wir in der Politik überhaupt auf Augenhöhe kommen, das ist total schwer. Also wir mussten uns da echt durchsetzen, dass wir auf Augenhöhe kommen, weil die uns einfach auch nicht akzeptieren. Also Bürgerbeteiligung wird einfach nicht richtig, also wird nicht richtig, also gutiert, also auch den Stellenwert, den gesellschaftlichen Stellenwert, der wird nicht anerkannt, ist unzureichend anerkannt, einfach, oder teilweise auch gar nicht. Im Mauerpark siehst du das, wie sie einfach mal ausgehebelt werden. Das ist eine Ignoranz von Bürgerwillen, die unvergleichlich ist. Das kann man so nicht machen mit den Leuten. Das geht überhaupt nicht. Und diese Anerkennung muss man sich immer wieder erkämpfen. Warum, weiß ich auch nicht. Warum die Investoren sofort anerkannt werden, für ihr Treiben, das kann mir das nicht erklären. Man will ja nur mal mindestens gleichberechtigt sein, als Partner wahrgenommen werden und auch angehört werden. Das ist ja das Mindeste, was wir erwarten können von Politikern, die da auch so eine Balance haben müssten zwischen beiden. Aber warum die Balance immer so dermaßen für die Investoren ausschlägt, das kann ich mir nicht erklären. Ich kann es mir ein bisschen vorstellen. Ich habe eine Aussage gerade von Anke Domscheit-Berg gehört, die ja auch viele Bücher geschrieben hat und die als Unternehmensberaterin in entsprechenden Firmen tätig ist und die auch was gesagt hat zum, wir haben ja heute Internationalen Frauentag und am 20. März ist dieses Jahr dann der Equal Pay Day. Da habe ich jetzt eine neue Erklärung gelesen, warum am 20. März, da hieß es neuerdings, da müssten die Männer erst anfangen zu arbeiten, um das Gleiche zu verdienen wie die Frauen, wenn sie ein ganzes Jahr arbeiten. Ich habe auch das mal andersrum gehört, dass die Frauen bis zum 20. März von 2014 aus noch arbeiten müssten, um dasselbe verdient zu haben wie ein Mann im Jahr 2014. Sei dahingestellt, welche Rechnungsgrundlage dem zugrunde liegt. Aber sie hat in dem Interview, das ich gesehen habe, dazu gesagt, ja, also es ist ganz fürchterlich mit der Bezahlung, auch in den Branchen, in denen sie arbeitet, auch wenn sie dann feststellt, wie sie bezahlt wurde in ihrer Karriere im Verhältnis zu dann den Männern, die auf gleicher Ebene gewesen sind. Und dann wurde sie gefragt, ob sie denn da jetzt persönlich sich dagegen beschwert hat. Und sie sagte, nein, sie persönlich hat das nicht getan, weil wenn sie nur ein einziges Mal dagegen aufgemuckt hätte, wäre sie komplett aus ihrer Branche entfernt worden. Und das ist zwar einerseits menschlich verständlich, kann ich also voll und ganz nachvollziehen, andererseits aber genau das, was sich entwickelt hat, womit, glaube ich, unsere Eltern und wir die Errungenschaften verspielt haben, mit denen unsere Großmütter und Väter unter Einsatz ihrer eigenen Existenz doch aber sehr stur und sehr beharrlich auf die Straße und sonst wo hingegangen sind, um sich das zu erkämpfen, was jetzt langsam wieder zerbröselt und erodiert. Und bislang ist, so schwierig es vielleicht in Anwohnerinitiativen sein mag, aber der demokratische Prozess und das sich demokratisch einbringen und das den Respekt für sich einfordern, verhältnismäßig einfach im Verhältnis zu dem, was unsere Großeltern noch durchgemacht haben.
Ja, da hat sich eigentlich verbessert, Gott sei Dank auch. Also das wäre ja schlimm, wenn wir da gar nichts erreicht hätten. Aber das ist ja nicht so, genau, wenn man über Frauenrechte redet, dann sagen so auch viele, ja, vor 20, 30 Jahren, da war es viel schlimmer, kann sich ja nicht vorstellen. Und überhaupt alles war, hat sich auch schon was geändert. Aber wir können ja nicht davon ausgehen, dass es denn gut ist, dass das denn okay ist. Ich bin jetzt der Meinung, dass wir, dass daran auf dieser Substanz also auch gearbeitet werden muss. Wenn man immer vergleicht zu anderen Zeiten, warte mal, kleinen Moment, nur den Gedanken, wenn man vergleicht, was völlig schräg ist, andere Zeiten und andere Orte, dann ist das einfach mal hinktet immer hinten und vorne, weil man geht auch schon nach dem Optimum. Man orientiert sich schon nach dem, was erreichbar werden könnte. Und nicht nach dem, wo wir sagen, okay, die sind da aber viel schlimmer, nur halt mal die Klappe oder so. Das ist für mich so ein komischer Ansatz, den würde ich nicht weitergehen. Also ich würde natürlich, in dieser Gesellschaft ist einiges möglich und das machen wir nicht, versäumen wir. Das kann man doch benennen. Also ich kann mich jetzt natürlich nicht mit Frauenrechten in Uganda vergleichen. Also ich sage, hat ja jetzt keiner gemacht natürlich, logischerweise. Aber ich wollte es nur mal so sagen, also dass wir in dieser Gesellschaft natürlich schon weiter sein könnten, obwohl es natürlich schon für sich Verbesserungen gibt. Da hake ich jetzt mal ein. Also das Berliner Straßenbahnnetz zum Beispiel wurde deshalb 1953 von der Westberliner BVG getrennt, weil es da eine Anweisung gab, nach der Frauen keine Straßenbahnen mehr führen dürfen. Warum auch immer. Also da hat sich dann schon was verbessert. Mittlerweile dürfen Frauen Straßenbahnen fahren zum Beispiel. Oder auch einen Beruf ausüben, ohne ihren Mann zu fahren. Und sie dürfen auch einen Führerschein machen, ohne ihren Mann zu fahren. Zum genau. Beispiel. Das sind doch große Verbesserungen. Ja, das sind großartige Verbesserungen. Und ich habe letztens sogar... Ich glaube, die Frauen würden damit jetzt noch nicht ausreichend zufrieden sein. Nee, ich habe letztens auch auf der Prenzlauer drei Frauen hintereinander auf Fahrrad gesehen. Also ich habe das auch gesagt, geht doch. Also das ist jetzt gar kein Problem. Nee, das war natürlich ein Witz. Aber es ist gibt da keinen Grund, da irgendwie... Die Gästin im Chat reagiert immer noch nicht. Wir sind noch nicht ausreichend provokativ gerade. Nein, ich glaube auch, da müsst ihr... Nein, ich habe das... ich finde das... die Diskussion ist natürlich komisch, aber die muss geführt werden, weil eben die Zustände noch defizitär sind. Also wenn für mich ist das alles klar. Also ich hätte nicht sagen, wie kommt man darauf, Rechte einzuschränken für eine Person, für einen Personenkreis. Also für einen extrem großen Personenkreis, muss man dazu sagen. Es ist einfach unfassbar. Frauen und andere Minderheiten ist da dieses Stichwort. Ja, also, ne? Also für jede Art von Minderheiten, wo man da Rechte einschränkt oder irgendwie das anders dokumentiert oder eine andere Wertigkeit da auch macht. Das hat ja was mit Wertigkeit zu tun. Und das verstehe ich, also das ist auch völlig unklar, dass man sowas macht, aber ja. Der Kerl an sich war, der hat sich halt gesagt, ich kann machen und dann mal gucken. Die Widerstände waren nicht groß genug oder wie auch immer. Ich weiß es nicht, wie man dazu gekommen ist, dass das Patriarchat sich so extrem etablieren konnte und über Jahrhunderte erfolgreich war. Extrem erfolgreich war. Ich weiß es nicht. Ich sage ja immer, die Frauen hätten sich mehr wehren sollen, aber vielleicht hätten die Männer ja auch was tun sollen. Ja, 52% der Weltbevölkerung sind Frauen und wir rätseln gerade in einer reinen Männerrunde darum, wieso 52%, also die Mehrheit, es doch tatsächlich geschafft hat, der Minderheit die ganze Macht zu überlassen in den letzten Jahrhunderten. Auf dass das anders werden möge, haben wir heute unter anderem den Internationalen Frauentag und wir hatten gerade auch die wunderschöne Losung, wir sollten immer darüber nachdenken, was denn noch verbesserungsfähig, was machbar wäre, mit anderen Worten unzufrieden bleiben und darüber nachdenken, was in die Zukunft weist. Und deswegen sind wir beim bedingungslosen Nachmittag live aus der Abbaubar in der Danziger Straße 50, machen noch einmal Musik und geben dann die Termine fürs bedingungslose Grundeinkommen durch. Du hast auch noch die Der bedingungslose Nachmittag live aus der Abbaubar in der Danziger 50. Wir haben noch die BGE-Termine vor uns. Wir hatten gerade gehört, Chris Farlow walking in a parking lot. Das heißt also diesmal nicht ein Park-Song, sondern ein Parkplatz-Song. Wollen wir hoffen, dass es nicht irgendwann mal zum Ernst-Thälmann-Parkplatz kommt. Was hat denn die Parkplatz-Initiative, die Anwohnerinitiative Ernst-Thälmann, was hat die denn für Termine in der nächsten Zeit? Ja, genau. Wir haben immer, also eigentlich haben wir immer das ganze Jahr beim Turmzimmertreffen. Das ist in der Nähe von der Wabe, gleich vis-à-vis. Und das ist immer jeden zweiten Freitag im Monat.
Da sind alle herzlich willkommen, auch Anwohner, das heißt ja nicht umsonst Anwohner, also nicht nur die Bewohner des Themaparks, sondern auch die Anwohner, also aus den umliegenden Bezirken oder Arealen. Dann haben wir sicher, das steht jetzt schon fest, im Rahmen des Tag des Denkmals, offenen Denkmals am 13. September, an dem Wochenende, da haben wir unseren dritten Flohmarkt. Wir haben zum dritten Mal schon einen Flohmarkt, das ist so unser Großevent, was wir selbst organisieren und kommerziell natürlich. Und da seid ihr natürlich auch alle herzlich eingeladen. Dann machen wir Putztermine, die müsst ihr entnehmen aus unserer Webseite. Da gibt es Termine. Da sind alle, die sind alle aktuell. Wir haben 3 Putztermine in diesem Jahr. Frühjahr, Sommer, Herbst. Und danach machen wir auf jeden Fall immer ein Grillen. Und auch die Leute, die nicht putzen, können trotzdem zum Grillen kommen. Also da sind wir nicht so schlimm. Ja, und das war's schon. Wie ist die Webseite? Die Webseite ist themapark.de. Nee, stimmt ja gar nicht. Das ist die Kampagnenseite. Die Webseite ist aithemapark.de. aithemapark.de. Auf jeden Fall durch diverse Suchmaschinen noch etwas zu präzisieren, falls es nicht gleich beim ersten Mal klappt. Es gibt weitere Termine. Wir haben natürlich die üblichen Grundeinkommenstermine. Aber ausnahmsweise will ich auch mal etwas ansagen, was diesmal nicht direkt mit dem Grundeinkommen zu tun hat, sondern mit der Anwohnerinitiative des neuen Großflughafens Berlin-Schönefeld bzw. Willy Brandt. Da gibt es nämlich auch eine Initiative, die im Internet ein Fernsehprogramm unterhält. BBB-TV heißt das Ganze. Alle Folgen seit 2011, glaube ich, sind dort auf YouTube zu finden. Und diese Menschen, die das Fernsehen gemacht haben, die möchten das Ganze jetzt auch nochmal auf der Bühne machen. Und zwar gleich am nächsten Wochenende, 13. und 14. März, jeweils um 20 Uhr im Zimmertheater in der Kultschule in der Sevanstraße 43 in Berlin-Lichtenberg. Da ist also die Gelegenheit, ein sogenanntes Fluglärm-Kabarett zu sehen mit der Unterzeile Powered by Rolls-Royce. Das hat natürlich mit irgendwelchen personellen Dingen zu tun. Ich glaube, da hat sich gerade irgendwie das Management geändert oder sowas. Also auf jeden Fall geht es da gegen den Großflughafen beziehungsweise gegen den Lärm zwischen 22 und 6 Uhr. Auch ein soziales Anliegen. Übers Grundeinkommen reden wir in Berlin wieder am Dienstag, dem 17. März. Da trifft sich um 19.30 Uhr die Berliner Grundeinkommensinitiative für neu und Interessierte ist das öffentlich, alles zu erfahren über Ralf Böß. Auch diese Adresse ist im Internet zu erfahren über die Suchmaschinen. Mittwoch, den 18. März, gibt es dann ein Gespräch, ein rotes Sofa, die Gesprächsrunde zum bedingungslosen Grundeinkommen mit der Bundestagsabgeordneten Halina Wawczyniak. Das ist Helene Weigel, Platz 7 im schönen Bezirk Marzahn am S-Bahnhof Springfuhl. Und da wir hier ja eigentlich eine bundesweite Sendung sind und immer wieder gerne auf unsere Partner in München vom Radio Lora verweisen, die nächste Grundeinkommenssendung des Radio Lora ist am, Moment, gleich finde ich das, in der letzten Märzwoche und wie üblich senden sie am Mittwoch, 19 Uhr, Radio Lora 92,4 am Mittwoch, 25. März, wie gesagt, 19 Uhr. Weitere Termine jetzt noch mit Rolf? Ja, während du ja da dort im digitalen Zeitalter angekommen bist, habe ich hier noch echtes Papier. Dann raschel noch mal deutlich hörbar. Das ist es. Und hier geht's weiter bei rockradio.de ab 18 Uhr mit der Kaffee- und Kuchensendung mit Felix. Ab 20 Uhr, Klaus, bist du da? Er nickt, wunderbar. Und morgen ab um 11 Uhr gibt's die Sendung Neu, Neu, Neu. Weitere Hinweise, die Crazy Words gibt's am 22. März hier wieder ab 16 Uhr live hier im Zentrum Danziger 50. Unsere kleine Kleinkunstbühne. Ich habe eine tolle Sängerin da, die Katharina kommt mit ihrer Gitarre und der Herbert Witzel kommt nochmal. Und ansonsten schauen wir mal, wer von den Autoren da ist. Und dann noch als letzter Hinweis, der bedingungslose Nachmittag hier wieder am 12. April, also eine Woche nach Ostern. Oder haben wir da schon irgendwen? Oder, naja, wir also haben hier Juliane beispielsweise nette Menschen, die jetzt gerade hier sind. Und es gibt ja die Initiative des Grundeinkommens Colas. Da müssen wir noch ein bisschen darüber reden, ob wir das bewerben können oder nicht oder wie oder doch oder was. Aber auf jeden Fall reden wir darüber, wie man das bedingungslose Grundeinkommen mit Cola populär machen kann. So, das war's.
Dann hören wir jetzt Snow in the Central Park, passend zum heutigen Wetter, und sagen tschüss. Unser Gast heute war Raik Weber von der Anwohnerinitiative Ernst-Thälmann-Park. Ja, schönen Dank und tschüss, wa? Tschüss. Wir waren Rolf Gänzerich am Mikrofon. Und Olaf Michael Ostertag. Klaus Schnabel-Köplin an der Technik. Und Kiekemal Film hat das Ganze aufgezeichnet und wird es denn ab Dienstag auf YouTube stellen. Und unser Frau wollen wir ja nicht vergessen, die Sabine als Praktikantin, kann man so sagen. Sie und möglicherweise ja. Gast in der nächsten Sendung. Dann viel Vergnügen und tschüss. Dass sie nicht durchdrehen.